Guck ich schon mal auf meinen Zettel hier so. Fantastische Themen heute bei Gear Games. Ach nee, das ist ja die Vorschau für morgen. Fantastische Themen gibt's erst morgen. Großartige Themen heute bei Giga Games. Ja, im PC-Bereich, im Konsolenbereich und im Hellbereich. Erstmal schönen guten Tag, schön, dass ihr da seid. Ladies and Gentlemen, Kinder und Haustiere da zu Hause. 22 Uhr Zeit für Giga Games und ihr seid mit dabei live aus der New Media Arena. 24 Stunden P24 plus 1 ist überstanden. Ein Jahr Giga Games und heute der erste Tag, Tag 1 nach einem Jahr Giga Games. Ein Wahnsinn. Und ich bin nicht mehr alleine. Wahnsinn, ich bin nicht mehr alleine. Nein. Cartman ist wieder da. Ich habe Cartman gefunden. Er war die ganze Zeit weg. Er ist weg gewesen. Jetzt ist er wieder da. Ich bin nicht mehr allein. Hi, Hannes. How do you do, Partner? Muss sagen, ich habe sogar mal Englisch geträumt. Du warst in einem englischsprachigen Land? Ja. Ich war ja in Kanada. Ne? Da habe ich ja was Top-Secret-mäßiges gemacht, was du vielleicht schon halb ich habe nichts, aber erzähl doch gerade, was Top-Secret. Ja, wir hatten ein Presseevent von Infogrames. Infogrames, haben, die machen ja so Spiele wie Unreal, Unreal Tournament. Und dann auch gewisse Nachfolger. Und ein Spiel war ja noch nie, kann ich sagen, ne? Unreal 2 war ein nettes Event und werden wir dann auch darüber berichten, vielleicht noch die Woche mal schauen. Das und, wollen wir hoffen. Ein anderes Spiel. Es gehen ja Gerüchte rum, ihr seid ja nur hingegangen und habt Cocktails getrunken, aber das stimmt natürlich nicht. Nein, wir haben natürlich Cocktails getrunken und Burger gegessen. Nee, ja, also wir haben uns da wirklich sehr amüsiert, aber wir haben auch ordentlich gearbeitet. Das werden wir dann alles noch sehen. Aber jetzt unser heutiges Thema, richtig fettes Spiel, Everlords. Wollte ich schon immer mal zocken, es lag jetzt schon ein, zwei Wochen hier rum, keiner hat sich rangetraut. Aber ich. Aber jetzt bist du zurück und hast gesagt, ja, rundenbasierte Strategie, jetzt gehauen, geht's los. Ordentlich. Und gesagt, hier, das liegt seit zwei Wochen rum, ich mach das jetzt. Ja, und es ist ganz nett. Gute Grafik, aber es ist jetzt nicht so, es ist halt Heroes of Might and Magic, so ein bisschen so in der Art. Ne? Naja, werden wir ja gleich mehr sehen. Übrigens, mal, Moment, hier, das will ich noch zeigen. Das habe ich mir gekauft in Washington hier, wenn man das mal zeigen kann. Kühlschrankmagnet. Millionen Fans an deutschen Fernsehbildschirmen sind gerade eifersüchtig. Auf Hannes. Na egal, kommst gleich wieder, ne? Ja, wenn es sein muss. Großartige Themen. Ich habe es gerade gesagt, ja, wenn es sein muss. Komisch, der gehört ja zu mir. Es ist so lange weg gewesen und jetzt fange ich schon an, den Hannes zu dissen. Ach komm. Ja, das ist mittlerweile aber auch nur deswegen, weil du dich bei uns nicht mehr traust, um zu dissen. Denn alle wissen, dass wir die coolsten Checker überhaupt sind. Checker. Das habe ich von dir gelernt. Checker. Chabu, checker, checker. Da checker, ist es dann hängen geblieben. Ja, großartige Themen, habe ich gesagt, im Konsolenbereich. Nee, morgen, heute auch. Je öfter du den Witz machst, umso lustiger wird er nicht. Dann rede ich doch einfach mit dem Carsten. Was Wichtiges. Ich habe endlich per Post einen Aufkleber bekommen, den ich schon versuche seit ungefähr einem Dreivierteljahr zu kriegen. Hab es jetzt endlich in der Version bekommen, wie ich das Ganze auch haben will. Ich halte es mal ganz kurz in die Kamera. Weil die sind ja bescheuert, die haben den Spiegel verkehrt geschrieben. Ist spiegelfair, das ist auch Absicht. Das Ganze kommt von Simon Ernst. Und, Adgev ist das Latein. Das Ganze kommt vorne auf ein Auto drauf. Ja. Ja. So dass man das in seinem Rückspiegel lesen kann, wenn man vor mir fährt. Dreh's mal um, dann sieht man, wie es dann aussieht. Heißt, weg umdrehen, da. Umdrehen, dreh mal um. Nein, so rum. So rum. So nein, rum. Nein, nein, nein. Ich muss jetzt in der Kamera zurück. Gucken, warte mal. Nein, nein, jetzt rum. So. Ne, warte mal. So. Ja, aber so kannst du doch nicht lesen. Doch, man kann es lesen. Da, weg da. Kann man es lesen? Kann man es lesen, je nachdem, wie ich es halte. Aber ein toller Aufkleber, Carsten, ja, das freut mich. Ich finde mich auch. Ist ab morgen auf meinem Auto drauf. Also wenn ihr demnächst irgendwie auf der Autobahn seid und in den Rückspiegel guckt, da ist ein fettes Weg da in eurer Fresse, dann weg da. Dann ist es der Carsten. Und übrigens, Autos, die solche Aufkleber nicht brauchen, sind heute in unserem Spiel, nämlich GTC Afrika. Die brauchen die nämlich nicht, weil die normalerweise niemanden vor sich haben, denn bei Rallyes geht es häufig sehr einsam zu und da heizt man sowieso mit unglaublichen Boliden über staubige Straßen durch ganz Afrika und das Ganze heute Abend im Konsum. Außerdem gibt es noch einen ganz kurzen Überblick über die Themen des Codemasters Lineup. Ganz kurze Zusammenfassung, morgen aber der große Schwerpunkt, morgen Codemasters Lineup, komplett mit Movies und allem drum und dran. Und jetzt. Wir haben doch keine Zeit, würde da ein anderer Herr sagen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was war am Wochenende bei uns? Drogen umsonst? Fast. Leider nur fast. Du siehst es an meinem Band? Ganz klar. Also. Und wer jetzt nicht drauf kommt, der ist einfach... Der hat 70er Jahre, Ahnung. Blümchen und alles, was dazugehört. Nein, das sind keine Ecstasy-Pillen. Wirklich nicht. Ich habe vorhin zwei gegessen und... Du hast daran probiert, das habe ich gemerkt, wenn du in meinem Hals warst. Weil ich so oft an deinem Hals liege, deswegen ist das gar nicht mehr aufgefallen. Hab ich mich schon gut dran gewöhnt. Tut das weh? Nee, eigentlich nicht. Echt nicht? Nee. Und das?
Ich beiß dir gleich in den Hals. Die Jungs haben Spaß hier. Ja, also du warst auf einer 70er, 70s Party. Genau, und die waren so richtig fesch und ich habe nur getan. Der Simon hat mir erzählt, der war ja natürlich auch bei sowas. Du bist ja der Einzige, der gerade irgendwie... Du warst auch auf sowas? Früher, damals. In den 70er Jahren? In den 70ern. Ja. Ja. Jetzt seid ihr wieder in Lumpis. Voll mit, oh, voll cool, 70er Jahre und jetzt, oh, schön. Nein, ich kann sagen, voll cool, 70er Jahre. Wer vielleicht in der Nähe von Würzburg wohnt, Kapitol, 70er Jahre Party, jeder Dienstag im Monat ist sehr gut. Der erste Dienstag im Monat. Ja, ich höre gerade von der Regie, sie wollen noch mehr hören von. Nein, wir müssen zu den Themen kommen. Auf, Jungs. Ach, na gut, jetzt haben wir was Neues aus den 90er Jahren. Diablo 2, dafür haben wir eine Mod, eine Baldur's Gate 2 Mod. Eine Baldur's Gate 2 Mod für Diablo 2. Du hast auch noch was. Und zwar gibt es bei uns nacktes Fleisch. Nacktes, yeah. Polygonfleisch. Im erotischen Hellbereich. Die Wiggles, passt zum erotischen Hellbereich, finde ich. Und da gibt es eine nackte Fee für euch. Ich wollte ja die Wiggles schon immer mal nackt sehen. Ja, ich auch. Okay, großartig Thema auch im Hellbereich. Und damit ab zu meiner reizenden Kollegin Evunia Eva. Was geht? Geht. Es gehen 6 Jungs heute. 6 Teufelskerle gehen heute. Du hattest 6 Jungs heute? Nein, es gehen heute 6 Teufelskerle heute. Was? Wie? Bei mir gehen heute Quizfragen. Ach so, wo gehen die denn hin? In die Challenge. Ja, also Challenge und wer? Gibt schon einen Zwischenstand? Ja, wir haben einen kleinen Zwischenstand von Hannes und Etienne. Das ist ja mal was. Das ist was Neues. Der Monat fängt aber überraschend an. Ja, finde ich auch. Also der nette Kollege, der Hannes, ist ja jetzt wieder da und ich denke mal, er ist wieder richtig gefragt. Und ich würde mal sagen, wir haben ja noch ein paar Minuten, unsere Zuschauer haben ja auch noch ein paar Minuten, um zu voten. Vielleicht tut sich ja was, aber du weißt ja, du bist ja halt immer dabei, ne? Ja, vielleicht können wir das ja diesen Monat ja ändern. Wieso? Never change a winning team, sage ich einfach mal. Also, dann sehen wir einfach mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer es dann am Ende doch noch in die Challenge schaffen soll. Ihr habt es gehört, großartige Themen haben wir heute für euch und natürlich auch auf unserer Seite. Und die heißt, ihr kennt es längst, giga.de. Hannes alles so einkauft, wenn er mal in die Staaten gelassen wird, sowas hier, ja, ein Küchenmagnet. Mein Mann in Washington. Hannes, aber das Beste hat er noch gar nicht gezeigt, was er gekauft hat, ja. Echt? Also was Souvenirs angeht, hat er Hannes echt ein Händchen. Schaut mal hier. Ja, da habe ich einen Riecher dafür. Rosa, Washington D.C. im Winter. War übrigens wärmer als bei uns, war irgendwie 17, 18 Grad heiß. Da ist sogar noch das Preisschild drauf. $3. $3 da. Das sind 7 Mark für sowas. Für so einen Scheiß. Unglaublich. So, kommen wir mal zu den Themen, oder? Da, zeig mal das Preisschild. Hier, da. Ah, $3. Bei dem Dollarkurs. Dann zeigt er nicht. Ist unglaublich, unglaublich. Aber was ich nicht verstehe, da steht Democrat. Ja, ich fand das besonders witzig. Was ich hänge das an den Kühlschrank mit George W. Bush und Democrat so daneben. A Capital City Democrat. Ha? Die Insider, die Politik-Insider verstehen den Witz dann vielleicht. Und liegen gerade am Boden. Ja, vielleicht. Ne? So, kommen wir zu Everlords. Das Spiel hat ein eigenwilliges Design schon mal hier auf die Packung. Was würdest du davon halten? Wir zeigen es mal kurz in die Kamera. Ist ja eigentlich ein Fantasy-Spiel, aber wenn du das hier so anschaust, die Dame so auf dem Cover, ne? Sieht ein bisschen futuristisch aus. So ein bisschen so an Robotnik und so. Ne? Magst du sowas? Magst du so, wenn... Robotnik? Es gab mal so einen Roboflipper, der hieß Robotnik irgendwie. Magst du sowas, wenn so Roboter-Elemente im Fantasy-Universum mitspielen? Wo sind denn da überhaupt Roboter-Elemente? Der hat hier so ein... Hier, zum Beispiel der Bio-Arm hier, weißt du, so komplett Cyber-Arm. Oder hier, die ganze Brustpanzerung von der hübschen Frau hier, alles Cyber. Sieht so ein bisschen aus, wie hieß dieser Science-Fiction-Film mit der... Metropolis. Metropolis, cooler Film von Fritz Lang, ja, 1929, das war noch deutsches Kino. So, und jetzt kommen wir zu Everlords. First Look habe ich zu dem Spiel gemacht, hat mir gut gefallen. Wir lesen es auf der Seite nach, klicken uns hier mal auf More. Ich bin an eurer Meinung interessiert. Unten in den Comments frage ich euch, wie findet ihr denn so Everlords? Und es gibt auch einen netten Vote. Ich habe mir nämlich gedacht, ich frage einfach mal, welche geistige Kraft rules denn am meisten? Es gibt da ja so die verschiedenen Ansätze. Ne? Es gibt Mana, es gibt Karma, es gibt die Macht, es gibt den Äther und es gibt... Also bei mir ruled auf jeden Fall... Ja, bei kann man sich denken, was man will. Ich wäre eigentlich natürlich für die Macht, klar.
Und wir starten jetzt mal Everlords. Ist übrigens von den Machern von Evil Islands und Rage of Mages 1 und 2. Sagen die dir was? Die Evil Islands sagt mir was, ja. War ein nettes Rollenspiel, ja, Adventure-mäßig, ja. So. Ich glaube, Evil Islands kam noch von Ubisoft, ne? Das kommt jetzt von Fishtank Interactive, das Spiel. Das heißt, die Russen sind groß im Geschäft. Ihr drittes Spiel ist es mittlerweile. Und man merkt, die Leute sind ein bisschen von Fantasy angetan. Fishtank, das sind auch die Aquanox-Leute, ne? Ja. Also die Publisher. Mhm. So, okay. Die Geschichte ist leicht und schnell erzählt. Es handelt sich um die Jagd nach dem Äther. Weißt du, wir senden heute sozusagen über den Äther, über den Äther. Ja? Insider, ja. Wir müssen also Lord des Äthers werden. Aber hören wir einfach mal zu. Deswegen Etherlords. Hm? Naja, ich hab das schon verstanden. Ja, okay, alles klar. Lass dich nicht irritieren, nur weil ich nicht lache. Führt Entschlossenheit zur höchsten Macht. Wer den Thron des Lords aller Lords anstrebt. Ja, also der Mann erzählt jetzt gerade, natürlich wollen wir alle Lords aller Lords des Äthers werden. Wir müssen der Weiße Lord werden. Wir müssen alle anderen Parteien besiegen. Es gibt vier Parteien in dem Spiel, zwei gute und zwei böse. Und die heißen, glaube ich, Chaos, Synthese, Bewegung und Lebendigkeit. Alles so ein bisschen, weißt du, so auf High Life und so gemacht. So, dann, was wollen wir zuerst machen? Hast du Lust, irgendwas anzusagen? Nee, ne? Okay, machen wir ein neues Spiel. Hm. Hast du jetzt Lust, was zu entscheiden? Nee. Nee, ne? Ach, das ist eine Scheiße. Dann mach mal Kampagne. Ja. Nee. Nicht? Nee. Mach Duell? Mach Kampagne. Na gut, okay, zurück. Wir wollen ja nicht gleich den Kampfmodus erklären. Das ist ja ein ziemlich komplexes Anliegen hier bei Everlords. Deswegen steigen wir in die Kampagne ein. Und oh, jetzt machen wir hier gut oder dunkel, gut oder dunkel, dunkel, gut oder dunkel, gut oder dunkel. Okay. Wir können leider nicht alle vier Rassen spielen, sondern nur zwei verschiedene. So, Moment. Ich muss ja noch... Hier können wir übrigens auch ein Logo auswählen. Was nehmen wir? Die doppelschneidige Axt auf schwarzem Grund. Fantastisch. Es geschieht nur alle 1000 Jahre. So, jetzt kommt wieder ordentlich Text. Ist die Zeit gekommen. Hier haben wir sie nochmal. Die Syntheten, die Chaosianer, die Kineten und die Vitali. Kineten, so sagt man noch in Bayern zu Chinesen, oder? Ah, der hätte fast gesessen. So, jetzt können wir... Oh, ja, also die Synchronisationstalente haben sich mal wieder richtig Mühe gegeben. Jetzt können wir hier auswählen, welchen Schwierigkeitsgrad. Das ist einfach wirklich der Beweis dafür, dass es wirklich nur drei oder vier verschiedene Synchronsprecher gibt für PC Deutschland. Ja. Machen wir mal leicht. So. Kennst du einen, kennst du alle. Mhm. So, jetzt sind wir auf der Oberwelt. Oh, ich muss sagen, ich habe die dunkle Kampagne noch nie gespielt. Deswegen ist das jetzt alles Neuland für mich. Aber was soll's. Das ist unsere Heimatburg. Und es ist so eine Art Oberwelt wie bei Heroes of Might and Magic. Wir können ja nicht viel machen, wir können hier rundenweise ziehen. Aber es ist 3D, deswegen... Ne? Und Zoom auch ein bisschen. Ist natürlich noch ziemlich klein, die erste Welt. Und hier haben wir unseren ersten Helden. Wie heißt der? Mal schauen. Wie spricht man den aus? Verdri. 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 Level 1, Leben 10, Sicht 14. Wir können auch mal in sein Charaktermenü schauen. Hat noch keinerlei Spezialisierung. Außer hier, er hat die Hartnäckigkeit der Ratten. Das ist fett, ja, oder? Ratten sind ja dafür bekannt. Und hier ist sein Blatt. Das ist sein Zauberblatt. Kennst du Magic the Gathering? Ja, so. So ein bisschen? Ein bisschen, ja. Ja, das ist sozusagen sein Zauberblatt. Erklären wir dann alles ein bisschen später. So, gehen wir mal hier raus. Jetzt laufen wir mal mit dem zum ersten Feind, würde ich sagen. Das ist diese kleine Hummel. Ja, das ist, was ist das hier im Moment? Kleiner Rabbin. Sieht aus, als ob sie eine Chance hätte gegen den 10x10 Meter großen, gepanzerten Schlacht. Naja, sie ist auch Level 1. Schauen wir mal. So. Kampf können wir leider nur akzeptieren, wenn wir einmal draufgeklickt haben auf den Gegner. Man kann da keine Rückzugsoption oder sowas anklicken oder eine Bestechungsoption. So, jetzt sind wir im Kampf. Menü, da unten hat sich gerade mein Blatt ausgefaltet. Jetzt haben wir hier, das ist jetzt die feste Kamera. Ich kann aber auch mal kurz, Moment, automatische Kamera ausmachen. Weißt du, und jetzt kann man... Nein! Das ist ja Wahnsinn. Aber es ist, also die Hintergründe sind echt gut gelungen. Es gibt jetzt natürlich leichte Clipping-Fehler bei der... manuellen Kamera, aber ich bin auf jeden Fall der Große, das fliegende Ding ist mein Feind. So, jetzt hast du natürlich hier verschiedene Zauber, ne? Hier zum Beispiel Magie-Sep. Kostet mich einen Äther, also einen Mana mehr oder weniger. Und kriegt die Kreatur einen Schadenspunkt. Mach jetzt einfach mal. Ein Schadenspunkt. Und sie hat insgesamt zwei. Ja, es fängt leicht an, das Spiel, man muss schon sagen. So, jetzt kommt, jetzt habe ich leider keine Äther mehr, deswegen beende ich die Angriffszauberphase. Wie kriegt man neue Zaubersprüche? Ich meine, der hat sich ja, der ist jetzt weg, oder? Der ist jetzt aus dem Blatt. Das heißt, du kannst insgesamt nur gegen 6 Gegner kämpfen, dann hast du keine Zauber. Nein, die blättern sich immer wieder neu auf das Blatt. Ich habe halt immer nur 5 auf der Hand oder 6 oder so. Naja, dann kann man ja. So, ja, da kann man ordentlich ruhlen hier. Machen wir noch eine Stinkratte. Ich zauber noch eine Stinkratte her. So. Denn in dem Spiel geht alles um die heraufbeschworenen Kreaturen, ohne die geht gar nichts. Und, aber ich denke, mehr sehen wir dann gleich. So.
das war's. Wollen wir noch irgendwas machen mit dem? Ja, was macht denn die Ratte? Ja, ich habe jetzt nicht wirklich noch irgendwas zu tun hier. Ich meine, ich habe. Nee, machen wir nochmal hier. So, Angriffsphase zu Ende. Versucht der nochmal was? Oh, jetzt hat er eine kleine Spinne. Nee, was ist das? Moment. Eine Kriegerbiene herbeigezaubert. So, wollen wir hier stoppen? Machen wir hier gleich weiter. Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort, ne? Kampfratte gegen Killerbiene. Gleich geht's weiter über mit. Über den Äther. Everlord. Nackte Tatsachen heute bei Giga Games im Hellbereich und natürlich nicht nur bei uns, sondern auch in der Challenge und bei Wiggles. Kann das gerade mal wunderbar in die Kamera halten. Hier sehen sie noch relativ züchtig, jungfräulich und vor allem angezogen aus. Aber jetzt gleich erkennt ihr die absoluten Abgründe der Videospielentwickler oder eher gesagt der Computerspielentwickler. Denn da gibt es jetzt einen offiziellen Nackt-Patch für Wiggles. Jetzt denkt ihr euch, Wiggles sind kleine, hässliche, fette Zwerge. Die sehen ja gar nicht erotisch aus, diese Figuren. Jörg hätte es nicht besser formulieren können. Die Jungs sehen einfach scheiße aus. Aber es gibt eine Fee. Mit langen Beinen. Und solchen Köpfen. Ich sag euch. Und die könnt ihr euch angucken. Für die gilt nämlich der Patch. Ist ein kleines bisschen verwirrend. Das heißt, wenn ihr euch nicht runtergesaugt habt, weil ihr gedacht habt, das sind ja nur die Zwerge. Ihr könnt euch die Fee immerhin jetzt in Vollbild und komplett nackig holen. Und wer auch immer das machen will, ist natürlich eine andere Sache. Es bringt im Spiel natürlich nicht sonderlich viel, aber ich zeige euch trotzdem, wie ihr das Ganze installiert. Das Icon hat er schon ein paar. Das Icon sieht schon extrem... Nackte Tatsachen. Wollen wir nicht zu oft zeigen. Zeigen wir lieber mein Hintergrundbild. Nein, Wiggles Nude Patch, das alles braucht ihr nur. Da ist noch eine Readme-Datei dabei, die ist aber relativ sinnlos, denn alles, was ihr machen müsst, ist, ihr haut in den Original-Wiggles-Ordner diese Datei rein. Hier habe ich sie schon. Und installiert sie und dann wird das Ganze auch sofort installiert. Und wenn irgendwie die Mutti kommt oder euch das Ganze irgendwie zu blöd wird, dann könnt ihr nochmal doppelklicken und dann wird das Ganze wieder deinstalliert. Finde ich sehr praktisch und ich starte jetzt einfach mal Wiggles. Und wenn ihr Wiggles kennt, wisst ihr, das ganze Ding läuft nämlich nicht nur ziemlich instabil, sondern braucht auch ungefähr ein halbes Jahrhundert, um zu laden. Es gibt ja und schließlich hunderte von Patch für Wiggles. Von daher. Ja, also ich musste alle drei Patches installieren. Deswegen schalten wir jetzt einfach mal rüber auf giga.de. Und da zeige ich euch einfach mal die Seite. Da findet ihr nämlich unter Nackt, 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 Nackt und Wiggles. Da müsst ihr euch einfach nur reinklicken. Der ist vom Felix geschrieben. Ich habe leider vergessen, wie wir es immer wieder gerne machen, einfach den Namen auszutauschen, damit ich dann damit protzen kann, dass ich den Bericht geschrieben habe. Hast du auch nackte Tatsachen als Bilder verewigt? Nein. Nein, natürlich nicht. Denn wir wollen ja auch Klicks kriegen und die kriegen wir nur, wenn wir keine Bilder davon machen. Und deswegen weißt ihr, wir werden langsam zu gierig. Wir werden zu gierig. Ja, ich glaube auch. Und sofern ich es finde, hier irgendwo müsste der Vote-Button sein und da könnt ihr dann noch klicken, was ihr eigentlich von diesem Patch haltet. Tja, normalerweise könnte man. Der schämte, der ist so nackt geworden, jetzt sehen wir nicht mehr. Total nackt geworden. So, jetzt gucke ich gerade, Wiggles lädt immer noch. Schönes Spiel, braucht ungefähr 80 Jahre, möchte ich einfach mal vermuten. Du weißt ja, wie bei so allem, auch beim Nacktsein, muss man Geduld zeigen. Man muss Geduld zeigen. Nehmt euren PC mit ins Bettchen, am besten am Laptop und dann wartet einfach ein bisschen, dann schlummert fein, friedlich. Und sauber daneben ein. Das ist ein schönes Bild. Ich habe das noch nie so lange angeschaut. Ja, jetzt aber. Spiel. Neues Spiel. Und da wir natürlich die Elfe sehen wollen, und das ist nämlich die Tutorial-Elfe, starte ich einfach mal eine Kampagne. Und dann läuft ein bisschen was. Dann ruckelt es wieder alle 3 Sekunden. Wir kennen das, obwohl es laut Patch eigentlich behoben sein sollte. Ja. Sollte. Liebe Jungs von iNonix. Ja? Wir merken das. Eben. Wir lassen uns nicht so einfach verarschen. So, jetzt lädt er wieder ein bisschen. So, jetzt geht's aber los. Ich will die Tussi sehen. Also, Junge, das ist eine Elfe ja, und die war jung und brauchte das Geld. Was weißt du, was Tussi heißt? Elfe? Nee. Also wenn ich zu einer Tussi sag, hey du Elfe, nee, Quatsch, umgekehrt, wenn ich zu einer Tussi sag, hey du Tussi, mein, ist das dann positiv? Ja, eigentlich schon, ist ein Kompliment, wenn du sagst Elfe. Schreibt uns Mails, liebe Tussis. Werdet ihr gerne Tussi genannt oder habt ihr lieber so Sachen wie Elfe, wie ich es ja eigentlich viel schöner finde? Zauberfee oder irgendwas in der Art. Von, auch ein sehr geiles Kommentar im Bericht im Comments-Bereich, nämlich stand ganz dick, das gefällt dem Jörg sicher. Und da habt ihr recht. Das gefällt dem Jörg nämlich wirklich. Ich habe diese gute Elfe noch gar nicht mal gesehen. Aber sie kommt gleich. Es dauert eine Weile, leider muss ich aber laufen lassen, damit die Tutorial-Elfe kommt. Aber liebe Regie, ihr seid doch auch total heiß. Ich habe euch doch eben gesehen, ihr habt euch doch schon nackig gemacht und hechelt schon vor euren Regiebildschirm. Jetzt will ich sie auch sehen, das ist ziemlich wichtig. Sie kommt. Jetzt kommt sie aber hoch. Kommt sie da ja, hoch? Ja, 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 ja. Da! Ah! Oh! Oh! Mein
Meine Fresse. Nackte Tatsachen. Ich krieg mich ja nicht mehr ein. Unglaublich toll, unglaublich muss jeder haben. Also auch ihr, liebe Frauen, solltet das haben. So sehen Frauen aus. Und deswegen sage ich, zieht euch den Wickels Nacktpatch und jetzt geht's weiter mit weiteren Nackten. Naja, nicht so wirklich nackt geht es nun bei mir weiter, da ich ja heute ein bisschen hochgeschlossen bin. Nichts ausziehen. Simon, ich hoffe, du wirst irgendwann mal deine Hormone unter Kontrolle bekommen. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr ein schönes Wochenende gehabt habt und hoffe, ihr seid alle gut gewaffnet, denn ich habe richtig geile 8 Fragen. Eine kurze Frage. Sag mal, Simon, gibt's eigentlich schon einen Nacktcheat für die Eva? Ich arbeite dran. Okay, nee. Yes. Wir können ja mal gucken. Ich warne euch. Ich warne euch. Echt. Dann könnt ihr mich mal ganz anders erleben hier. Das glaube ich schon, dass du dann erlebst. Ja, aber wie? Zurück zum Quiz, oder? So, ich würde auch sagen, wir fangen jetzt am besten mal mit dem Quiz an, bevor das wieder ausartet und eure Hormone hier irgendwie mit euch durchgehen. Du kannst einem echt leid tun, irgendwie so. Du kommst hier wie in die Höhle des Löwen als einzige Frau. Du glaub mal, mach dir mal keine Sorgen. Also ich kann auch schon meine Krallen rausfahren. Ich kann auch schon meine Krallen rausfahren, ja? Etienne, ja. Heute ist Montag, Anfang der Woche. Also, legen wir doch mal los. Erste Frage, Etienne, geht an dich. Kommt von Onkel 2884. Wie heißt die Hauptperson aus Wet the Sexy Empire? A. Das ist auch keine Ein-Punkte-Frage. Lila. B. Lula. C. Layla oder D. Lala. Also. Jetzt mal ehrlich. Das ist aber beileibe keine Ein-Punkte-Frage. Das ist echt ultra einfach. Man muss wirklich dazu sagen, dass Felix diese Fragen macht, ja, beziehungsweise auswählt und sich natürlich mit Wet Sexy Empire, also mit so Sexspielen besser auskennt. Bitte? Der verwaltet die nur. Ja? Mein Gott, woher soll nicht den wissen, Felix wenn man solche Spiele nicht nötig hat? Ja, dann nehme ich einfach mal C. Layla. C. Lala meinst. Layla, okay. Nee, Layla. D. Lala. C. Layla. Okay, sehen wir doch mal, ob du den Punkt bekommst für die einfache Frage. Super. Leider nicht. Hat er jetzt extra gemacht, damit er sich nicht outen muss? Ja, ja. Hat doch ein Stand-up von dir zu Hause. Bestimmt. Naja, hier sind ja alle ein bisschen hormongesteuert, von daher. Mhm. Egal. Was guckst du mich so an? Ja, was? Du sitzt jetzt hier. Der Hannes ist ja mal ein bisschen friedlicher, ne? Ein bisschen reservierter. Machen wir doch am besten weiter. Nächste Frage. Wie heißt der Kater aus dem Computerspiel Sabrina? Ach, das ist so einfach. Ist das das Spiel zur Serie? Kommt von der Dölmer. A. Rüdiger. B. Georg. C. Pepper oder D. Salem. Oh. Okay, können wir ganz kurz an dieser Stelle möchte ich einen Aufruf starten. Bitte. An alle Zuschauer zu Hause, doch mal einfach mal diese Frage mit der Frage zu vergleichen, die davor war. Und dann einfach mal für sich selbst die zu schauen, was denn nun schwerer war. Etienne, ist ja nicht schlimm, du hast den Punkt nicht gekriegt, aber ich finde, du solltest auch fair verlieren können. So, Hannes. Also erstmal finde ich es klasse, dass unsere Software ein Ü darstellen kann und Rüdiger mit Ü geschrieben wird. Die sitzen natürlich alle drei in der Redaktion. Der Rüdiger, der Georg und der Pepper. Und sie haben manchmal einen Kater, sie sind aber keiner. Und deswegen sage ich jetzt einfach D. Mann. Salem. Okay, nehmen wir D. Einen Punkt dazu bekommen. Cool. Woran Ruhe bitte im Studio. Er freut sich darüber, dass die, so. Dass die Software ein Ü darstellen kann. Das ist das Erste, was mir Nächste aufgefallen Nächste Frage, ist. Bitte. Kommt von Spezies 0001. Welchen Sim-Titel gibt es nicht? A. Simbridge. B. Simtower. C. Simcopter. D. Sim-Aunt. And. And? Aunt. Aunt. And. Hat nichts mit der Tante zu tun. Nee. Ja. Ich bin mir nicht sicher zwischen A und C. Also Simtower und Simant gibt's und ich glaube Simbridge, Simcopter. Es gibt auch Serious Sim. Nicht so schlecht eigentlich. Simcopter, Simbridge. Ist ja ein 50-50-Joker, nicht schlecht, ne? Ja.
Schön. Etienne stoppt schon bei der zweiten Frage. Ist es schwierig für dich, ne? Wüsstest du es? Ja, natürlich. SimCop, da gibt's, ne? Ich sag kein Wort. Ist doch egal, ob es gibt oder nicht, du musst es doch wissen. Echt? Ich glaube, Vitamin A oder Vitamin C? Vitamin B hilft hier nicht. SimCopter sagt mir irgendwas, das kommt mir so bekannt. Also nimmst du SimCopter, wenn es dir was sagt oder nicht? Oder SimBridge. Wenn es dir was sagt, also wenn es irgendwie was Einleuchtendes ist, wenn dir die anderen Begriffe nicht sagen. Also ich glaube, SimBridge gibt's nicht. Entschuldigung für den leichten Gähner. Mach mal ein bisschen. Entscheide dich. A. A, okay. Nehmen wir A. Jawohl, 3 Punkte. Gibt halt Bridge-Bilder, aber SimBridge gibt's leider nicht. Nächste Frage, bitte. Ja. Kommt von 5TR1K3R. Welche Granate aus Counter-Strike ist am teuersten? A. Flashbang. B. High Explosive. C. Smoke Grenade. C. D. Alle gleich teuer. Das kommt natürlich von diesen dummen Kaufskripten. Weiß mal die Preise nicht mehr. Also ich glaube, Flashbang kostet 300, High Explosive glaube ich 400 und Smoke Grenade würde mich wundern, wenn die 500 oder so kostet. Natürlich, vielleicht haben sie sie teurer gemacht, damit man nicht spammt. Was meinst du? Anis, mach doch einfach. Ja, okay, Moment. Andererseits, ja, ich sag jetzt einfach mal, in der realen Welt ist Sprengstoff am teuersten von diesen ganzen Materialien, deswegen würde ich jetzt mal auf B tippen. Ich sag B. High Explosive. Nicht? Oder Smoke? Was nimmst du denn jetzt, B oder C? Ja, ich versuch's noch gerade abzulesen. An den Augen. Aus meinen Augen. Da kannst du nur was nicht ablesen, da siehst du nur Hass und Verderben. Sag, ja, B. Okay, B. Ist bestimmt falsch. Es war D, die sind alle gleich teuer. Was? Das war aber früher nicht so, garantiert nicht. Etienne, 3 Punkte, Hannes nur 1, aber ich denke mal, es liegt daran, weil er sich wieder frisch, also so langsam dran gewöhnen muss. Bleibt dran und wir sehen uns gleich zur zweiten Runde wieder. Bevor wir heute Abend mit den wirklich ernsthaften Themen starten, noch ein ganz kurzer und desto informativerer Nachtrag zu der letzten Aktion. Michi will in die große weite Welt hinaus. Wir erinnern uns, Michael vor Bond hat nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Aber du hast ja jetzt bewiesen, dass du auch im Anzug und Krawatte sehr gut ausschauen kannst. Ich sehe im Anzug unglaublich gut aus, ne? Ja. Ja, muss ich auch sagen. Alle, die die Geburtstagssendung gesehen haben, werden sich daran erinnern. Aber auch letzte Woche, woran ihr euch erinnern solltet, ist meine Aktion am Mittwoch, als ich als Ever bei Harald Schmidt war, habe ich mich ja so ein ganz kleines bisschen darüber beschwert, dass ich noch nicht bei Harald Schmidt war. Wann haben wir uns darauf geeinigt, dass es schade ist, dass noch nie ein Teufelskerl oder auch von der Nachmittagssendung jemals bei Harald Schmidt gewesen ist. Wir haben verschiedene Theorien, woran das liegt. Und sehr schön fand ich aber dann von Johannes Bärstrauch, ist glaube ich verantwortlich für die ganze Aktion. Der hat nämlich geschrieben, wie man ganz einfach zu Harald Schmidt kommen kann. Und das Ganze geht halt über die Homepage von dem und dann auf Gäste klicken und so weiter und so weiter. Und jetzt ein ganz kurzes, aber desto überraschenderes Update. Wir gehen einfach mal auf die Seite von Harald Schmidt. Und ich zeige euch nochmal, wie das Ganze funktioniert. Es ist unglaublich, ich bin eine Woche nicht hier, Michael. Ja, und schon geht's ab, ne? Die Welt verändert sich. Ja, ich habe es erklärt. Also, ihr müsst dann hier auf Gäste klicken. Hier, bla bla bla, das sind die letzten Tage. Und hier unten haben wir übrigens nochmal Ever. Dann Max von Thun, der ist, glaube ich, heute. Dann die Gäste-Wunschbox. Und da könnt ihr halt normalerweise hier hinschreiben, mein Wunschkandidat ist mit Begründung. Da schreibt ihr dann bitte Michael von Giga Games oder Michael Neuder von Giga Games und ähnliches. Aber es wäre nur halb so interessant, wenn wir dann nicht hier hochscrollen würden und da eine kleine Auswahl an wirklich eloquenten Möglichkeiten für Harald Schmidt gesetzt hätten. Zum Beispiel Heldenhand, Elmar Hörig, Martin Walser, Katja. Aber wer sind schon Heldenhand, Elmar Hörig, Cosma Shiva Hagen, Josely B. Smith? Nein, da oben haben wir, mein Wunschgast ist Michael von Giga Games. Und ich unterstütze das, weil ich kann nur sagen, liebe Freunde der Nacht, dieser Mann mit dieser Mähne. Er muss einfach dahin. Wir müssen zu Harald. Ja. Ich und unglaublich. Er und ich. Wir gehen zu Harald. Auf jeden Fall. Das sind zwei verschiedene Personen. Ach so.
Nein, das sind zwei dieselben Personen. Ist mein toter Zwillingsbruder. So, Michael. Ja, wie gesagt, also ne, Dirk Nowitzki, Jocelyn B. Smith, das sind alle schon recht interessante Menschen und wirklich wichtige. Und ich fühle mich gerade so ein bisschen... Ich glaube, wir haben jetzt genug Werbung in einer Sache gemacht. Also denkt dran, ne? Ihr habt gerade gesehen, klickt nochmal drauf und wir sehen uns auf jeden Fall bei Harald. Ich lade euch alle ein. Okay. Ob ihr dann reinkommt, weiß ich dann zwar nicht, aber ich lade euch trotzdem alle ein. So, jetzt kommen wir zu dem zwar uninteressanteren, aber aktuelleren Thema. Genau. Ich übergebe hiermit mich in den Eimer und Carsten übernimmt die Moderation. Genau, wir fangen an. Achso, ich habe euch gar nicht erklärt, worum es geht. Ich bin jetzt weit zu geplättet. Grandios, tolle Einleitung. Ja. Bei uns geht es jetzt erstmal ganz kurz um das Codemasters Lineup 2002. Morgen werden wir das ganz groß in der Sendung machen mit den Movies, die ich aufgenommen habe. Und jetzt haben wir uns gedacht, geben wir euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Sachen, die wir gesehen haben. Da habe ich jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht. Unter anderem können wir da mal anfangen mit... zum Beispiel Project IGI, der zweite Teil. Da habe ich einige Screenshots für euch vorbereitet. Und, ups, jetzt muss ich mal am besten wieder die Einstellung, die Auflösung ändern. Glaube ich. Hier sehen wir den Cast, ja, ja. Würde ich auch sagen. Hier sehen wir jetzt mal, das ist immer vor jeder Mission. Da können wir zum Beispiel die verschiedenen Punkte erkennen. Hier gekennzeichnet mit 1, 2. Naja, das ist eine gute Idee, Pepper. Danke. Hatte ich ganz vergessen. Hier sehen wir die verschiedenen Missionspunkte 1, 2, 3 gekennzeichnet mit verschiedenen Geschichten. Hier sehen wir zum Beispiel Gebäude abgebildet und so weiter. Ich gehe mal weiter. Was das ist, können wir uns wohl alle denken. Sehr beliebt. Jeder will sowas in dem Spiel drin haben. Einen sehr perversen Sniper-Mode, mit dem ihr richtig nah ranzoomen könnt. Gibt es denn da jetzt irgendwie die Konsolenumsetzung von auch? Oder ist da noch gar nicht gesagt worden? Die haben sich noch sehr, sehr zurückgehalten. Gerade bei IGI 2, weil es erst zu 50% fertiggestellt worden ist. Also allzu viele Informationen gab es noch nicht. Auch noch nicht wirklich herauszusehen, die großen Veränderungen zum ersten Teil. Aber es gibt so ein paar kleinere mit, zum Beispiel Waffen und so weiter, die da neu dazugekommen sind. Hier wieder die AK zum Beispiel. Sehr beliebte Waffe. Ein paar Artworks noch dazu geknallt und hier muss ich mal deftig rausgehen. Auch hier sehen wir wieder einen Headshot, wie es so schön heißt. So, aber wir haben noch andere Sachen. Nicht nur IGI 2 haben wir gesehen, sondern zum Beispiel Prison of War. Können wir auch mal kurz reingehen? Tut mir leid, ich stelle jetzt mal ganz kurz die Auflösung um. Das ist echt ziemlich nervig. So, das hat sich gleich. Ein kleiner Fehler meiner Seite. Jetzt haben wir wieder eine etwas größere Auflösung und können da jetzt wieder reingehen. So, dann sehen wir es auch alle direkt. So, hier sehen wir Prison of War. Das Spiel hat auch für Aufsehen gesorgt, da ihr, ich erkläre kurz die Story, ihr seid als Captain, wie heißt er nochmal, Captain Louis Stone in einem Gefangenenlager der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Und wer jetzt glaubt, der hätte irgendwelche Waffen oder Messer oder irgendwas oder könnte mit einem Knüppel auf irgendwen eindreschen, das geht absolut nicht. Das ist nämlich der Clou bei dem Spiel oder die Neuerung bei dem Spiel. Das ist quasi nur Adventure-mäßig ausgelegt. Du musst also erstmal als allererstes dich durch dieses Camp schleichen, gucken, wer macht was, wer ist an welche Wache ist, an welchem Zeitpunkt, wo. Musst also wirklich ganz genau verfolgen, wo die sind. Das ist auch cool, ja. Und das ist halt wirklich, also du musst dieses wirklich wahre Leben mitverfolgen. Du musst gucken, zum Beispiel der Koch, das ist auch eine Mission, der Koch schließt um 7 Uhr die Küche auf, geht raus und holt dann irgendwelche Lebensmittel rein. Und während er rausgeht, hat er drin den Schlüssel schon aufgehangen und den kannst du dann, du hast dann irgendwie eine Minute Zeit, wo du den Schlüssel klauen kannst, den du dann wiederum brauchst, um was anderes zu lösen. Das ist ja endlich mal wieder was Innovatives. Es ist sehr, sehr innovativ, muss man schon sagen. Aber es ist halt die Frage, ob sich das auch durchsetzen wird. Denn, wie wir ja wissen, sind ja viele Leute... Oder sehen ja viele Leute sehr gerne auch ein bisschen mehr Ballerei, ein bisschen mehr Action und so weiter. Das haben wir also hier definitiv nicht. So, viel Schleichen, viel Beobachten ist hier angesagt bei Prisoner of War. Dann, was haben wir noch für euch? Wir haben noch ganz wenig Zeit, dann zeige ich nochmal ganz schnell DTM Race Driver. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Das ist natürlich das perfekte Spiel auch wieder für dich. Der englische Titel ist nicht DTM Race Driver, sondern Tocker. Ihr kennt alle die Tocker-Serie von der PS2. Sieht sehr, sehr schön aus, sehr, sehr schnell. Leider gab es auch hiervon noch keine bewegten Bilder. Das bedauere ich sehr, aber vielleicht bekommen wir da in den nächsten Wochen noch was zugeschickt von Codemasters. Ganz interessant ist hier da zum Beispiel, dass es eine Rivalität zwischen den Fahrern gibt. Das heißt, fährst du einem hinten drauf und kickst ihm aus dem Rennen, wird er sich im nächsten Rennen bei dir bedanken oder vielleicht auch schon nach dem Rennen und wird dir eine überbraten. Also das ist... Ja, das war eine Geschichte. Bei GT3 wollten sie das ja auch schon umsetzen. Genau. Das haben sie da aber nicht wirklich geschafft gehabt. Das ist wirklich ganz lustig. Ja. Mehr zum Codemasters Lineup 2002 gibt es morgen. 4 Takes mit vielen bewegten Bildern und Screenshots. Ja, und gleich GTC Africa. Genau. Skandal! Skandal!
Skandal! Mann, die Challenge. Was für ein Haufen von skandalösen Ereignissen. Unglaublich. Es ist einfach nur eine Reihe. Es ist eine Reihe, eine Serie von Skandalen. Du hast das nicht mitgekriegt. Als du nicht da warst, wurde fälschlicherweise behauptet, echt? Dass die Para nicht die langsamste Waffe ist beim Nachladen in Counter-Strike. Und jetzt schon wieder ein katastrophaler Fehler der Challenge-Abteilung. Ja. Natürlich sind nicht alle Granaten gleich teuer. Nein, wir sehen es auf der Liste. Ich habe sowohl Counter-Strike.net, die offizielle Seite, gecheckt, als auch Counter-Strike.de, die beste deutsche Seite für Counter-Strike. Als auch die offizielle Counter-Strike-Anleitung. Genau, in der Anleitung für 1.3 steht es auch drin und es war eigentlich auch immer so, meines Wissens. Wir gehen mal runter zu den Granaten. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Moment, hier, also. Die Handgranate HE kostet $300. High Explosive 300. Die Flashbang $200. 200. Sind also nicht alle gleich teuer, außer man... Das ist schon der Beweis. Das ist eigentlich der Beweis. Das reicht und schon. Pass auf hier und Rauchgranate 300. Ich konnte mir nicht entscheiden zwischen der Rauchgranate und der HE. Und ich hatte bei beidem recht. Krass, ja. Oder? Aber das als Counter-Striker weiß man das eigentlich auch, dass die Flashbang nicht so teuer ist wie die High Explosive. Die kann man sich öfters mal leisten. Naja, egal. Wir gehen weiter zurück zu Etherlords. Ich hoffe, ich kriege die Punkte noch. Ne, in der das war die 3-Punkte-Frage. Ja. Eigentlich führt der Hannes 4-3. Mal genau, schauen, ob die das hinkriegen. Schon. Ja. Ich habe mich entschieden, ich lade jetzt mal eins meiner Safe Games und zwar aus der ersten Mission, damit ich schon ein bisschen weiter der guten Seite. Es gibt insgesamt 7 Missionen. Ich muss dazugeben, ich habe es bis jetzt noch nicht über die zweite Mission hinaus geschafft, denn die sind ziemlich knackig. Ich habe da einen Fehler gemacht, werden wir später noch sehen mit meiner Strategie. Warum reiten die alle auf so komischen Spinnen? Gibt's da... Ja, ich frage mich. Okay. Das sind halt die Pferde in dieser Welt. Es ist nämlich nicht wirklich so eine Fantasy-Welt, wie man sich vorstellt. Ist schon ein bisschen abgefahren und abgedreht alles. So, können wir hier nochmal zeigen. Das ist meine Burg, meine gute Burg. Ich bin jetzt, glaube ich, Vitali oder so. Ich habe schon 3 Helden. Den Esmond, Level 3, Ender, Level 1 und Molin, Level 7. Die habe ich vorhin befreit aus dem Gefängnis. Dann haben wir übrigens einen Händler. Verleiht einem Helden 100 zusätzliche Erfahrungspunkte. Das geht natürlich noch einmal. Solche Sachen sollte man dann abklappern. Hier hinten haben wir noch Fog of War. Und ich glaube, das ist der letzte Fiesling in diesem Level. Rasierklingenbestie in Level 7. Das heißt, ich greife den wieder ziemlich gut an. Muss man Level 7 nehmen? Das ist eine sinnvolle Übersetzung des Namens. Ja. Also, ich muss zugeben, die Namensübersetzung ist ein bisschen zu schwierig. Was heißt die Axt da drüber über den Köpfen? Das ist meine Flagge. Ach so. Eine einfache Axt auf schwarzem Grund. So, okay. Nächste Runde. Ich kann leider in der Runde noch nichts machen, aber jetzt greifen wir an. Man kann leider auch immer nur mit einem Helden gleichzeitig angreifen. Man kann nicht sagen, ich ziehe jetzt irgendwie 3 Helden da drauf und dann geht's los. Übrigens gibt es insgesamt, glaube ich, 200 verschiedene Zaubersprüche, Artefakte und Runen. Also, soll ich ein paar Features vorlesen? Ja, kannst du ruhig machen. Kann ich mal machen. Hier. 14 Missionen in 2 Kampagnen für jeweils 2 verbündete Rassen. Bauen Sie die Fähigkeiten von 64 Helden 4 verschiedener Rassen aus. 4 Rassen mit eigenen Helden, Monstern, Landschaften und Gebäuden. Blablabla. Über 300 Zaubersprüche, Beschwörungen, Kampfzauber und Rituale. Über 120 Monster, die kontrolliert oder bekämpft werden können. Expandieren Sie Ihr Reich und kontrollieren Sie die Ressourcen. Magieshops, Artefakte und Ätherquellen. Errichten Sie Festungen. Ja. So, jetzt bin ich wieder dran und ich habe 3 Äther. Was mache ich denn? Was soll ich hier eine Krieger? Komplexes Diplomatiesystem. Gibt's auch, ja. Aber zeige ich jetzt nicht. So, ich habe eine Kriegerzecke erschaffen. Übrigens, kennst du die Werbung? 500 Gramm gehacktes oder wie mit diesem Viech? Kennst du die? Nee. Die Zeitungswerbung überall. Nicht schlechtes Viech. Und man merkt, es ist auf jeden Fall kein rein rassiges Fantasy-Spiel. So, ich habe eine Kriegerzecke erschaffen und ich erschaffe noch eine, oder? Ne, eine Arbeiterzecke. Wenn das kein Fantasy-Spiel ist, Hannes, dann weiß ich aber auch nicht. Naja, natürlich, ich meine jetzt Mittelerde-Stil. Ist natürlich jetzt hier kein Mittelerde-Stil. Ne? So. Wollen wir angreifen hier, mal gucken. Nee, habe ich gerade erst diese Runde erschaffen. Wenn man Kreaturen in der Runde erschaffen hat, können sie noch nichts machen. Man kann sie zwar stärken, sie können aber noch nicht aktiv eingreifen. Hat so ein bisschen was auch so vom typischen Final Fantasy. Ja. Oder auch Necronox. Ja. Kampfsystem. So, jetzt habe ich den Angriffsbefehle gegeben. Aber erst wenn ich hier auf Runde beenden drücke, werden sie auch wirklich tätig und hauen dem Ding eins in die metallene Fresse. Ein Schaden, Wahnsinn, fett. Ja, es ist ja auch der Level-Endboss, deswegen ist schon ein bisschen knackiger. Aber glücklicherweise hat er hier noch gar keine Kreaturen erschaffen, ganz im Gegensatz zu mir. Ich habe jetzt schon meine dritte Kriegerzecke. Leider hat diese Frau jetzt keine Fähigkeit, die nochmal zu stärken. Normalerweise kann man nämlich seine Kreaturen richtig schön aufpäppeln und so. Immun gegen andere Zauber machen, aber das ist eine Kreatur, ein Charakter, den ich beim Gefängnis gekriegt habe. Und deswegen ist er nicht so erfahren mit seinem Blatt. Er hat nicht so viele Karten auf der Hand. Oh, da kommt er. Oh ja, warte mal, Moment, was ist das? Das ist ein Messermann. Ah. Ja, fette Übersetzung. Messermann steht nicht auf. Kreatur opfern, damit Messermann aufsteht. Mhm. Rasierklingenbestie. So, also, was machen wir? Ich habe auch leider keinen direkten Angriff. Ich meine, ich könnte jetzt hier diesen Waldzauber machen. Das erhöht den Angriff deiner Kreaturen. Jetzt haben die alle mehr Macht.
Aber leider kann ich die Energie von denen nicht profitieren. Der erste Wert ist die Angriffsmacht, der zweite die Lebensenergie. Und drei ist natürlich jetzt nicht so der Brüller. Die fallen dann schon wie die Fliegen, aber sie sind ja nun mal einfach nur so kleine Zecken. So, das ist zum Beispiel jetzt ein Zauber Ätherleitung. Kosten ein Äther, dafür kriege ich drei Äther. Das sind so Sachen, die spielt man mal kurz aus. Das sind so kleine Zwischenkarten. So. Ja, da wollen wir mal wieder was. Ach nee. Moment, kann ich mit irgendjemandem noch angreifen? Nee, kann ich auch nicht. Na gut, dann nächste Phase. Oh, was habe ich hier? Kannibalismus, Kreatur opfern. Kreatur mit dieser Fähigkeit steht auf. Die Viecher sind ja ein bisschen geklaut, ne? Von was? Zauberer vom Ost, finde ich. Diese Rollenteile, oder? Die auch rollen als... Ach so, ja. Naja, ich weiß nicht, ob das Rollen sind. Das sind eher so Buttermesser, weißt du? Naja, gut, aber so vom Aussehen. So, den muss ich noch schaffen hier. Ich muss den noch schaffen. Warte. Man kann die Züge leider auch nicht so richtig abbrechen. So, der greift an, los, und der greift auch an, und der greift auch an, und damit haben wir ihn. Da fällt er zu Boden. So, huijibi, yo, noch schnell der Gewinnerbildschirm. Moment, eine Sekunde. Ja, da ist es. Sieg, ich habe den Kopf von ihm in der Hand, und das war 500 Gramm gehacktes. Gleich sehen wir noch ein bisschen mehr, die zweite Mission von Everlords, und wir wollen ja auch noch Multiplayer. Also. Großer Entschuldigungstag bei Giga Games im Help-Bereich, der heute ausnahmsweise mal nicht erotisch ist, sondern reumütig. Nein, da steht nicht Sony drauf, liebe Regie. Da steht, obwohl es eine geschickte Werbung wäre eigentlich. Nein, es steht sorry drauf. Denn einige Leute haben einen Bericht meinerseits total falsch verstanden und da wollte ich mich jetzt einfach mal das Ganze nur mal aufklären. Denn wir hatten einen Bericht in unserem schönen Bereich. The Fast and the Furious für Nerds oder aufgemotzte PC-Gehäuse. Und der war, sage ich jetzt mal, für Leute, die des Humors nicht so gewachsen sind oder die vielleicht einen anderen Humor haben als ich, von denen es wahrscheinlich sehr, sehr viele gibt, fanden den sehr hart. Wir hatten ja sogar die Bilder gezeigt und haben gesagt, und haben gesagt, es ging um Leute, die eben ihre eigenen PC-Gehäuse aufmotzen, also Case-Modding. Und der Bericht war wirklich nicht ernst gemeint. Und ich lese das Ganze jetzt auch nochmal vor. Ich habe extra das Ganze nochmal on-air gestellt, online gestellt und habe eine Humorwarnung hinzugefügt, dass es auch in Zukunft keine Probleme gibt. Und die lese ich jetzt einfach mal vor. Da es offensichtlich immer noch ein paar Leute gibt, die mit den Begriffen Humor, Selbstironie und Sarkasmus sowie meinem deutlichen Hinweis Klischee-Modus an nicht viel anfangen können, hier noch einmal ganz klar und deutlich eine Warnung. Dieser Text ist weder als echte Newsmeldung noch als ernst gemeinter Bericht über Case-Modding zu verstehen. Sowohl meine Wenigkeit als auch das komplette Games-Team sind sich durchaus im Klaren, wie viel Arbeit hinter einem selbstdesignten Gehäuse steckt. Falls ihr nach dem Lesen also einen unwiderstehlichen Drang verspüren solltet, euch über die angebliche negative Stimmung und pseudo-coolen Sprüche in diesem Text aufzuregen und euch selbst diese offizielle Humorerklärung nicht davon abhalten kann, solltet ihr euch zuerst vielleicht einem anderen Thema zuwenden. Aus dem Fenster schauen und Falschparker aufschreiben zum Beispiel. Oder Kinder am Spielplatz anschreien. Danke, euer arroganter, pseudo-cooler, neidischer und komplett unfähiger Games-Arsch Simon. Das sind nur eine kleine Zusammenfassung der Sachen, die ich mir anhören musste. Und es war wirklich nicht ernst gemeint. Wo es nun geht. Und ja, auch im Comments-Bereich. Wenn ihr mal wissen wollt, was wir uns total so geben müssen, wirklich, wenn wir mal was falsch schreiben, dann geht in den Comments-Bereich und da seht ihr sowas wie zum Beispiel, Simon ist so ein kleiner, dummer Hurens. Ich denke mal, es heißt Hurenschönling. Ich weiß es nicht. Wir sind. Und hier habe ich auch eine entsprechende E-Mail bekommen, die ich jetzt einfach mal vorlesen möchte. Bekommen. Die habe ich heute bekommen und die möchte ich jetzt stellvertretend als Entschuldigung mir auch immer als Mahnmal an den Rechner hängen. Ich glaube, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du diesen Artikel geschrieben warst, entweder auf Droge oder nicht zurechnungsfähig gewesen bist. Voller Abneigung, Soon 5. Hart. Die Regie mag jetzt vielleicht sagen, da haben sie recht, aber die wissen auch, wie es hier hinter den Kulissen zugeht und deswegen lasse ich die Jungs jetzt einfach mal in Ruhe. Es war nicht ernst gemeint. Entschuldigung. Die Humorwarnung ist drauf. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel und versteht in Zukunft meine Art von Humor, auch wenn sie vielleicht nicht jeder versteht. Jetzt aber, jetzt habe ich ganz umsonst hier rumgeklickt, nämlich zu etwas anderem. Wenn ihr nämlich euch weiter auf giga.de im Help-Bereich rumklickt, trefft ihr nämlich auf ein ganz, ganz, ganz tolles Topic, das Friends Movie in DivX. Da müsst ihr einfach nur auf More News klicken und dann findet ihr das hier. Und jetzt denkt ihr euch, Friends, ha, da war doch was, genau, in der Geburtstagssendung. Und da gibt es jetzt die DivX-Version von und da wir natürlich dann immer Fragen kriegen, gibt es hier auch die DivX, den DivX-Player zum Download. Und wenn ihr irgendwie was davon, was sagen wollt uns zu diesem Geburtstagsspecial, dann klickt in den Comments-Bereich. Nicht verwechseln, wenn ihr mir sagen wollt, was für ein Arsch ich bin, dann solltet ihr auf diesen Case-Modding-Bericht gehen und da in den Comments-Bereich posten. Jetzt hast du genug dich selbst gedisst. Ja, genug.
Ich werde mich nachher noch ein bisschen selbst peitschen. Ich bin auch nicht. So, und jetzt kommen wir aber zu dem, nämlich zu dem, was wir eigentlich machen wollten, nämlich dem Giga Games Friends Movie Geburtstag Special, wie auch immer es heißen mag, in DivX Format. Endlich, endlich konnten wir es euch mal wirklich als versammelte Mannschaft zeigen. Das ging ja leider nicht. Stimmt. Und deswegen sage ich nur, dieses Video, 22 MB groß, solltet ihr euch sowas von ziehen, zieht es euch zweimal, dreimal, viermal, verkauft an eure Eltern. Übrigens, und die Kopfnuss hat scheiße wehgetan. Die Kopfnuss hat scheiße wehgetan. Auch mein Flug über das Sofa auf die Nebelmaschine. Aber mit diesen Worten raus aus dem nicht mehr erotischen Hellbereich. Ihr Lieben da draußen, heute ist Montag und somit auch ein neuer Wochenbeginn bzw. ein Beginn eines neuen Monats. Und ich mache mir schon so ein bisschen meine Sorgen und meine Gedanken und habe mir gedacht, wie viel Einfallsreichtum habt ihr eigentlich? Ich meine, wie viel Abwechslung wollt ihr eigentlich haben in der Challenge? Ich meine, ihr habt ja die Macht, ihr bestimmt die Kandidaten und ihr bestimmt eigentlich zum Beispiel auch donnerstags, was wir spielen. Aber wir bleiben am besten mal bei den Kandidaten, denn ich denke mal, ich würde mich mal freuen, wenn ihr mal jemand ganz anderes reinwählen würdet, außer den Etienne und den Hannes. Vielleicht mal den Jörg oder den Michi mal, weil ich würde auch mal gerne wissen, wie schlau die nämlich sind, weil ich kann es ja nicht bestimmen, sondern ihr da draußen könnt es bestimmen. Deswegen rufe ich euch auf, für den kommenden Monat, den wir jetzt haben, öfters mal eine kleine Mixtur zu machen und einfach mal zu schauen, wie die beiden irgendwie gegeneinander antreten werden, ob Jörg schlau ist oder ob Michael so viel weiß, wie er immer tut. Jedenfalls hoffe ich doch, dass sich das bald ändern wird, weil ich bin schon ein bisschen enttäuscht und ich würde mir auch wünschen, dass ihr ein bisschen mehr Abwechslung reinbringt in die Challenge, denn ich bestimme es nicht, sondern ihr. Ich weiß, ich wasche jetzt euren Kopf, aber das ist mir egal. Und ich höre gerade, ich habe nur noch 30 Sekunden und ich glaube gar nicht, ich habe so viel geredet. Ich hoffe, es hat gefruchtet. Also, es liegt an euch. Das war's. Ja, die Challenge, ja. Da muss ich ja mal lachen. Der Michael und der Carsten wollen zu Harald Schmidt, aber schaffen es noch nicht mal in die Challenge. Ja, großartige Themen auch in der zweiten Stunde. Und zwar im PC-Bereich geht es weiter mit Everlords. Und zwar auch im Multiplayer-Modus. Im Konsolenbereich gibt es GTC Africa oder Africa. Und im Help-Bereich Wissenswerte über Baldur's Gate Mod für Diablo 2. Großartige Themen, auch bei uns auf der Seite. Und zwar ist die ja, wie ihr wisst, 24 Stunden für euch da. Und ich möchte euch kurz den LAN-Plan nochmal näher bringen. Die meisten werden ihn wahrscheinlich eh schon kennen und die, die ihn noch nicht kennen, werden ihn jetzt kennenlernen. Ein großartiger Plan, wo ihr alle LAN-Partys findet, die in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren stattfinden. Ihr könnt ihn natürlich auflisten nach Land, ja, Österreich zum Beispiel. Für die Ösis, ja, okay, da sind jetzt nicht so viele Partys in der nächsten Zeit, macht aber nichts. In Deutschland gibt es ein paar, könnt ihr euch auch anmelden. Natürlich gibt es auch Infos über die LAN-Partys. Klicken wir jetzt zum Beispiel einfach mal die, das klicke ich schon mal an, die LAN-Escape. Eine kleine LAN-Party für 30 Leute, Location, Raum unter einer Brücke. Ja, ist auch mal was Nettes, ja. Es gibt Duschen, bis zu 30 Leute, Verpflegung und Betten. Na klar, ihr könnt unter der Brücke pennen, bringt einen Schlafsack mit. Und Infos, nach dieser LAN sollte jeden kennen. Achtung, nur 16 Leute können kommen. Also doch nicht 30. Naja, egal, schaut es euch einfach an, wenn ihr da hingehen wollt. Hier ist auch die offizielle LAN.
Seite, die ihr euch dann auch am besten anschaut. Und wenn ihr eine LAN-Party sucht, dann seid ihr bei unserem LAN-Plan auf giga.de natürlich richtig. Jetzt kommen wir, eigentlich noch nicht, ne? Kommen wir gleich erst zu. Also keine Angst, jetzt geht es nicht schon wieder um mich irgendwo hin zu voten oder sowas. Aber ich wollte jetzt mal die Giga-Friends nochmal loben, denn unsere Geburtstagssendung ist zum einen sehr, sehr gut angekommen und ich bin schon den ganzen Tag beschäftigt, fleißig E-Mails zu beantworten, weil seit Donnerstagabend sind wir ja nicht mehr dazu gekommen und ja, eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, alle zu beantworten. Das klappt aber wieder mal nicht, weil es wirklich so unglaublich viele sind. Daneben habt ihr euch aber wieder sehr, sehr viel Mühe gegeben mit den unterschiedlichsten Bildern, die ihr gebastelt habt oder Glückwünschen oder Gedichten und ähnlichen. Und so ein paar wollte ich jetzt einfach mal wirklich ein bisschen loben. Hier habe ich zum Beispiel ein Bild von David Potocki, was mir persönlich echt am besten gefallen hat von allen Geschichten an Hintergrundbildern, die wir bekommen haben. Der hat sich da wirklich richtig viel Mühe gegeben. Und ihr seht es, hier oben die zu dem Zeitpunkt anwesenden Teufelskerle und hier unten wirklich so ein Gruppenbild mit allen Mann, die an dem Tag bei der Sendung mit dabei waren. Und ich muss echt sagen, also es ist qualitativ wirklich richtig, richtig klasse geworden und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann weiter geht's mit, hier eine Geschichte vom Nintendist, der ja auch schon des Öfteren hier vorgekommen ist. Das war so die Vorversion, die Grobversion und dann ist er nochmal in sich gegangen und hat das Ganze ein wenig schöner gestaltet und dann muss ich sagen, das sieht auch wirklich klasse aus. Stammt alles, wie ihr es wahrscheinlich schon längst gesehen habt, aus dem Friends-Trailer, den wir gemacht haben, aber nichtsdestotrotz, das gefällt mir wirklich immer noch am besten und ich rufe euch einfach auf, schickt mir möglichst viele richtig geile Bilder, die ihr vielleicht von der Geburtstagssendung habt, denn komischerweise hat es niemand bei uns auf die Reihe gekriegt, schöne Fotos während der Sendung zu machen und deswegen sind wir wieder einmal auf euch angewiesen und genau sowas in der Richtung möchte ich gerne jetzt mannigfaltig von euch haben. So, jetzt geht's aber wirklich weiter mit GTC Africa. Ein Rallye-Spiel, was, wie der Titel schon sagt, in Afrika spielt. Und das Ganze ist von Rage entwickelt worden, wird von Ubisoft gepublished und wir werden jetzt einfach mal direkt auf eine Strecke gehen. Hier habt ihr die ganzen unterschiedlichen Lokalitäten. Sind insgesamt 19 Stück, die alle in Afrika sind. Also zum Beispiel Kapstadt, so ganz unten, Lesotho und so weiter und so weiter. Das geht alles hier hoch. Das müssen eigentlich die Victoria-Fälle sein und so weiter und so weiter. Ihr seht, noch nicht wirklich viel freigespielt. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal da in Kapstadt an. Die unterschiedlichen Rennställe haben halt unterschiedliche Autos. Zu Beginn natürlich nicht sonderlich viele. Aber macht doch nichts. Ich bin bekennender Automatikfahrer und deswegen werde ich das da auch wieder wählen. Carsten, du bist fleißig beim E-Mail beantworten. Mein Handy, mein Handy sei schon. Dein E-Mail-Account platzt ähnlich wie meiner aus allen Nähten. Ja, nee, mein Mikro ist zu, wollte ich sagen. Ich weiß ja nicht, ob man mich jetzt hört. Dein Mikro ist zu. Na gut, okay, dann beantworte weiter deine E-Mails. Ich wollte sowieso nur kurz den Ladescreen überbrücken. So, in dem Ladescreen wird auch noch eine ganz kurze Zusammenfassung der jeweiligen Strecke geboten. Wie halt zum Beispiel hier, dass es eine ziemlich asphaltreiche Strecke ist. Recht untypisch für Rallye-Spiele. Wow. Okay, leicht übersteuert. Und der Wechsel von Asphalt dann hier auf die Staubpiste. Der Wagen wirbelt auch einiges an Staub auf. Wir können jetzt mal die Perspektiven durchschalten. Hier klassische Unterbodenperspektive. Aber am nettesten, da ist er mir etwas ausgerückt. Am nettesten sieht eigentlich immer so die Geschichte hier aus. Ihr seht auch schon von der Stimmung, wir fahren durch ein abendliches Kapstadt. Und sehr nett, wie sich da auch wirklich die Sonne und die komplette Umgebung immer auf dem Wagen spiegelt. Am nettesten Environment Mapping. Also die Fahrt in die Sonne wird man ein wenig geblendet, macht aber atmosphärisch schon viel Spaß. Zur Grafik kann man schon sagen, dass die auf jeden Fall in Ordnung ist. Ist jetzt nichts, was einen mittlerweile noch vom Hocker haut, aber nichtsdestotrotz sieht es sehr nett aus. Einzige
Nachteil ist. Einziger Nachteil ist halt, dass man ja diese Grafikpracht, beziehungsweise die Grafik wirklich mit sehr wenig Frames bezahlen muss. Also es sind im Durchschnitt so um die 25 Frames, was nicht wirklich viel ist. Das merkt man auch immer wieder, wenn man sich orientiert und ähnlich wie ich jetzt gerade, anstatt einfach geradeaus zu fahren, abbiegen wollte. Die Steuerung spricht auch aufgrund der wenigen Frames nicht sehr gut an. Also man hat schon ab und zu ein bisschen Probleme, dass der Wagen sich so ein bisschen schwammig anfühlt, aber nichtsdestotrotz geht es eigentlich recht fix, dass man sich dran gewöhnt und dann einigermaßen hier um die Kurven herumkommt. Nein, ich habe nichts getrunken. Wenn er bei der Geschwindigkeit erstmal ins Trudeln kommt, dann fällt es doch ein bisschen schwer, den wieder abzufangen. Ja, die Hintergründe gefallen mir sehr gut. In dem Moment fahre ich da in die Absperrung. Das sieht wirklich sehr, sehr nett aus. Eine Sache, die ja öfters mal vernachlässigt wird, Hintergründe. Das ist lieb von dir, Carsten, dass du mitreden möchtest. Aber ich bin es ja gewohnt, wir sind ja meistens immer alleine in der letzten Zeit gewesen, deswegen. Man muss ab und zu auch einfach mal still sein können und nur das Fahrerische können sich wirken lassen. Das würden sie dir ja sagen dann. Das Schlimme ist ja, ich meine, ich habe hier so meinen Spaß, weil ich ja so alles mitkriege. Ich kriege mit, was du sagst, ich kriege mit, was Pepper mir ins Ohr sagt. Und ich denke mir immer so meinen Teil und sag da gar nichts. Nein, Pepper meint gerade, dein Mikrofon bleibt zu, frag mich nicht warum. Wahrscheinlich hast du ihn persönlich beleidigt. Du musst ihn jetzt ausrichten. So, jetzt ist dein Mikrofon übrigens wieder offen. Ach, jetzt ist mein Mikrofon. Pepper, wir sprechen uns nochmal nach der Sendung, Freundchen. So geht das ja nun nicht hier. Was? Okay, Carsten, jetzt nachdem du so einen langen Vorlauf hattest, hat er dich gerade gedisst oder was? Ja, aber vom Allerfeinsten. Ich hab ihn nicht gehört. Aber vom Allerfeinsten hat er mich gedisst. Ja. Jetzt, nachdem du so einen langen Vorlauf hattest, musst du auch irgendwas unglaublich Weises sagen. Ja, was mir hier eindeutig fehlt, ist Motorsound. Das ist so ein einziges, so monotones Gebrumme. Wenn ich da an World Rally Championship denke, dann weiß ich, dass man das auch anders lösen kann, dass man das auch so lösen kann, dass man sich wirklich mitten im Geschehen fühlt, das, was halt bei WRC der Fall ist. Und dafür, denke ich, hätte man auf jeden Fall noch sorgen müssen, weil hier geht es ja auch um Rallye und wir wissen ja, wie sich die Dinger anhören. Die haben ja auch so einen sehr, sehr dreckigen Sound dann irgendwann, ähnlich wie dein Auto jetzt mit dem neuen Sportfilter. Ja, die haben auch einen Sportfilter, die haben nicht nur einen Sportfilter, sondern ein komplettes Performance-Kit. Ja, ich sage dir, Carsten, ich wollte auf deinen Sportfilter wieder zurückkommen. Ja. 20 Sekunden haben wir noch. Schaffe ich das? Ich bezweifle es, aber ist ja egal. Ja, du hast es ja schon angesprochen mit World Rally Championship. Auch für die PlayStation 2 haben wir, glaube ich, den aktuellen, das aktuelle Highlight des Genres. Ja. Und ja, damit werden wir auch gleich hier das, jetzt hast du mich raus, GTC, nicht WRC, vergleichen und vor allem noch ein paar die Besonderheiten von dem Spiel eingehen, das Ganze gleich im Konsolenbereich. Da ist er wieder, unser Favorit in Washington, unser Mann in Washington, W.
Du machst das richtig. W finde ich eigentlich ein cooler Name. Mhm. Einfach nur W. W. Wenn du den jemals triffst, dann W, sup, man. Ja. George W. Bush. Ja, unser Thema ist immer noch Etherlords. Kann ich auch noch mal kurz in die Kamera halten. Ich finde das Design eigentlich gar nicht so schlecht von der Frau. Aber es ist natürlich nicht jedermanns Sache, ob man in einem Fantasy-Spiel so ein Design haben will und solche Kreaturen, solche Roboter. Wir werden gleich ein paar Mechos sehen und ein paar andere Sachen. Ich habe ein nettes Safe-Game herbeigezaubert, aber vorher noch eine Frage von BlackBarrett86. Was sind die Systemvoraussetzungen? Wie stark muss mein PC sein, damit ich es flüssig spielen kann? Gruß. Da werden wir gleich mal auf die Packung schauen und die Minimalanforderungen überspringen. Und wir sagen einfach mal, empfohlen ist ein P3 550 MHz mit 128 MB RAM. 16-fach CD-ROM, bla bla bla. DirectX 8, also 550 MHz. Ich schaue mir hier gerade so ein bisschen die Anleitung an. Mach ruhig, ich spiele ein bisschen. Und stolper hier über zahlreiche Parameter und auch über einen kleinen Rechtschreibfehler in der Anleitung. Die wichtigsten Parameters aller Helden. Ey, die wichtigsten Parameters, heißt die Mehrzahl von Meter ist doch Meter. Oder? Ich weiß jetzt nicht genau, ob Meter in Parameter drin ist. Parameters? So. Die wichtigsten Parameters klingt irgendwie falsch. Jedenfalls sind hier zahlreiche Zaubersprüche, zum Beispiel Abwehr der Hornissen oder Blick der bösen Augen. Ja. Blick der Kannst du ruhig noch ein bisschen, Ding da schauen? Ich habe hier gerade, pass mal auf, ich kann dir auch was erklären. Ich habe hier nämlich einen ganz krassen Helden vom Gegner herausgefordert, das Ende der zweiten Mission. Der hat 31, ist glaube ich im Moment Level 7, genau. Und ich bin nur Level 5, habe aber per Cheat, muss ich zugeben, per Konsolen-Cheat mir ein paar nette Kreaturen herbeigezaubert. Zum Beispiel ein maßvolles Gewitter. Befreiung von Verbrennungsschaden, Feuerangebot. Ich mache hier nochmal kurz ein paar. Weißt du zum Beispiel, was ein reinigender Schlag der Petros, Teros. Teros ist ein reinigender Schlag. Okay, ich kann dir mal vorführen. Achtung, Kamera, ich zeig's euch mal. Reinigender Schlag des Teros. Na, lass mal, guck mal hier. Wir können es doch einfach vorlesen, ist vielleicht einfacher. Beim Angriff können Teros nur gegnerische Zauber aufheben, aber nicht alle. Aber nicht alle. Hättest du das gedacht? Nee, hätte ich nicht. Ja, ich auch nicht. So, machen wir hier nochmal drei Äther. Das haben wir doch. Ich habe mir jetzt einen neuen Äther-Kanal herbeigezaubert. Damit kriege ich noch mehr Äther im Spiel. Während der Runden. So, und jetzt. So, ich schaue dir ab und zu über die Schulter und guck, was du da machst. Und ich muss sagen, Hannes, es sieht ziemlich abwechslungsreich aus, das Spiel. Willst du mal spielen? Er macht ja gleich Multiplayer. Ja. Er hat jetzt gerade einen von mir gefegt. Was? Ich wollte was anderes sagen, ich habe dann aber mit Fegen entschlossen. Ah. So, was mache ich jetzt? Mit dem grünen Drachen greife ich ihn jetzt einfach mal an. So, der fliegt jetzt mal da. So, die Fledermaus greift auch an. Und wir haben einen AVMK-Scharfschützen, einen Aviyaki-Maki-Scharfschütze oder wie der heißt. Und ich werde noch eine fleischfressende, eklige Die Fegen Pflanze bestimmt dabei, fies, oder? Spucken, ja. Achtung, jetzt pass mal auf, jetzt machen wir ihn mal richtig. Pass auf, der hat jetzt 31, schauen wir mal. Oh, fast hätte dich gefegt, ey. Ja. Erinnert so ein bisschen an Sacrifice, ne? So vom Design her ist natürlich was ganz anderes. Sacrifice ist natürlich kein rundenbasiertes Strategie. Okay, okay, Moment, Auszeit. Was erinnert dich genau an Sacrifice? Ja, die Landschaft so ein bisschen. Und die Charaktere so ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Oh Mann, der macht mich aber alle hier. Trotz meiner hingecheateten Charaktere, kann nicht sein. Also mal, okay, es ist eine Fantasy-Landschaft in 3D, Hannes, aber mein Gott, wieso kommst du ausgerechnet auf Sacrifice? Wegen den abgefahrenen Kreaturen, die hier überall rumlungern, weiß ich nicht. Jetzt lass mich mal hier. Ja, mein Gott, jetzt ganz ruhig. So, okay. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Ach, was hab ich das vermisst. Genau, ohne mich gab's keine Kriegerzecken mit Werten 2-2. Ja? Und Kosten 3 Äther. Richtig fett. So. Allein schon, dass du ein George W. Bush Magnet mitgebracht hast, entschädigt mich für 2 Wochen alleine arbeiten. Ja. Was mache ich hier eigentlich? Weiß ich nicht. Ich habe gerade mit meiner Giftschlange mich selber gespuckt. Scheiße. Weil ich an George W. Bush gedacht habe und dann. Naja, egal. Du weißt, was ich jetzt mache? Nee, was denn? Ich rufe jetzt die Konsole auf und gebe Win ein. Jetzt ist er nämlich tot, ich will nicht ein bisschen was von der Oberwelt zeigen. Ich will ein paar Läden zeigen, ich will ein paar Runen zeigen. Hannes hat euch gerade gezeigt, wie man ein Spiel mit von einer auf die andere Sekunde total uninteressant machen kann. Ja. Ja. Das ist, mit Cheats ist das immer so eine Sache. Die sind natürlich ganz toll, aber wenn man sie hat, sind sie doof. So, wir sind auf der Oberwelt. Ich habe gerade einen von seinen Helden besiegt und ich wollte mal zeigen, hier, man kann nämlich auch aufsteigen bei dem Spiel. Wir klicken mal auf unseren Charakter. So. Jetzt bin ich aufgestiegen. Nächster Level. Ich bin jetzt schon Level 6. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kann mir jetzt einen zwischen diesen. Von diesen neuen Fähigkeiten aus. Unterdrückung. Soll ich den nehmen? Etwas schlechtere Chance, dass die Spezialisierung des Gegners funktioniert. Oder Beute machen. Beute steigt um 25%. Oder lernen. Held, was soll ich nehmen? Ach, ist alles doof irgendwie. Mhm. Nehme ich das. So, zack. Ich erzähle, dass die Butter wieder teurer geworden ist. Ja.
So, jetzt gehe ich mal Runen kaufen. Ich gehe jetzt mal hier hinten hin. Ich hoffe mal, dass der mich nicht angreift, der andere Held von ihm. Nimmt man mir das ab, wenn ich so interessiert in die Anleitung schaue? Voll. Ja? 100%. Ja. Fantastisch, er hat mich nicht angegriffen. Das heißt, nächster Tag, wir sind übrigens schon in der vierten Woche, am zweiten Tag. So. Ja, jetzt bin ich im Runenladen. Also pass mal auf. Es gibt einfache Zauber, die brauchen nur Äther. Es gibt aber auch schwere Zauber, die brauchen Runen. Nein, du machst Witze. Doch. Nur Runen? Nein, Äther und Runen. Ach, Äther und Runen. Ja, Äther und Runen. Aufpassen, Junge, echt. So, und jetzt habe ich hier schon 5 Runen für den Zauber, 5 Runen für den Zauber und 4 für den. Jetzt kann ich natürlich mal einen Masseneinkauf machen. So, haben wir gemacht. Ist nicht wirklich viel gewesen. Jetzt habe ich hier nur einen Masseneinkauf. Die Butter ist wirklich teurer geworden. Echt? Ja. Ich würde lieber wieder Margarine kaufen. Das ist echt immer so eine Scheiße mit den Preiserhöhungen. Kotzt mich auch an. Euro und so wird auch nochmal versteckt, ne? Preiserhöhungen. Das ist unglaublich. So, jetzt wollen wir mal seine Burg hier angreifen. Ziel des Spiels ist nämlich in dieser Mission nicht irgendwie einen Helden von ihm zu vernichten, sondern seine Burg angreifen. Und deswegen gehen wir jetzt runter ins Chaosland. Da ändert sich alles von grün in... ins Chaosland. Ins Wüste. Ins Wüstenland. Und oh, jetzt kommt noch ein Held von ihm. Wie viele Helden hat der denn? Aber es sind nur Level 1 Helden. Die mache ich fertig. Kein Problem. Jedes Jahr. Kindergarten hier. Sogar ohne Cheats. Was soll die Mickey-Maus-Scheiße? Gell? Aber da kannst du ja nur drüber lachen. Ha! Dann lachen wir drüber. Ja. Wenn er nicht wegrennen würde, schau mal, der rennt sogar weg von mir. Okay, so, erster Kampf. Angst. Die waren gegen Agnignum. Agnignum. Da lachen wir doch drüber. So, wieder ein netter Hintergrund. Was hat er? Er hat, Moment, manuelle Kamera, sei Dank, 10. Boah, der und sieht ich hab 25. Der kannst du zoomen? Der sieht cool aus. Der ist ein Dieb. Was ist denn das für ein Geschmack? Ja, als Typ wäre besser als das. Ja. So, ich zauber gerade hier mal ein paar Ätherzauber und eine Pflanze und ich werde auch noch einen Ätherkanal zaubern und einen Booster. Ich werde einfach alles zaubern. Mein Blatt ist leer für die Runde, deswegen nächste Runde. Boah, sag mal, siehst du, jetzt habe ich da einen Wald gezaubert. Und gefährlich, eine Pflanze. Ah, Runde des Gegners ist dran. Und was macht der? Er erhöht seine kleine blöde Pimmel. Man kennt ihn ja, den gefürchteten Waldzauberspruch in Fantasy-Spielen. Ja. So, jetzt mache ich noch die Blockphase. So, mal schauen, der beißt mich noch einmal. Du wirst gerade bald richtig gut lachen haben. Weißt du, das war jetzt Multiplayer spielen und du hast keine Ahnung von dem Spiel und das freut mich auch. Und dann werden wir mal schauen, wer den Rundenkampf in Etherlords gewinnt. Ich tippe mal so ganz unverblümt auf mich. Ich glaube. Jedes Jahr ist Weihnachten. Da kommen wir nicht drum herum, das schließt sich nicht aus. Und jedes Jahr bekommen wir einen Weihnachtskalender. Dieses Jahr haben wir ihn auch bekommen. Von einer ganz bestimmten Presseagentur. Haben uns natürlich riesig gefreut. Nicht verraten. Hey, ein neuer Weihnachtskalender. Aber dieser ist was ganz Besonderes. Wenn ihr mal da drauf schaut, dann seht ihr. Ist dieser nicht schön und schlicht. Und hier unten, Heiligabend am 14.03.2020. Das, wenn ich jetzt in meinen Kopfkalender gucke. Nein, ich wollte gerade sagen, da ist, soweit ich weiß, kein Heiligabend. Nee, das stimmt. Also, ich will jetzt hier nicht vorwegkommen. Deswegen würden wir gerne euch auffordern, was genau am 14.03. denn passiert. Was ist denn da am 14.03.? Und diese Lösung schreibt ihr uns zu unserem jetzigen Thema, zu Diablo 2. In den Comments-Bereich. In den Comments-Bereich, wo wir für euch eine neue Mod haben. Nämlich Baldur's Gate für Lord of Destruction, das Expansion Pack von Diablo 2. Wenn in diesem Artikel so richtig. Jetzt habe ich wieder, jetzt muss ich mich mal wirklich entschuldigen. Eben gerade hat er mir noch gesagt, weil wir haben ja hier diese Knöpfe, mit denen man so ganz toll umschalten kann. Er hat gesagt, nach dem Lied schaltest du aber um. Ich so, ja, ich bin ja nicht blöd. Habe ich zumindest gesagt. Simon. Ja. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist gar nicht mein Tag. Du bist nur am Dissen dich selbst und deswegen. Jetzt werde ich wieder gedisst, ey. Die Regie ist wirklich immer böse zu mir, muss ich sagen. Ihr hört das ja nie. Irgendwann schreibe ich es mal auf. Aber ich sehe das nicht so schlimm. Du bist mein Bester und deswegen gehen wir in diesen Artikel, um euch zu zeigen, wo ihr denn die ganze Geschichte herbekommt. Im Download-Bereich könnt ihr euch bereits diese Baldur's Gate-Mod herunterladen. Und ganz wichtig, ihr kommt natürlich auch zu dieser Seite, auf dieser Homepage, wo ihr mehr Infos bekommt und natürlich auch Screenshots, was denn überhaupt das sein soll, diese Baldur's Gate Mod. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Was bitte bringt es? Eine Mod von einem Spiel, das ist wie wenn ich SimCity für Half-Life rausbringen würde. Na, könnte man eigentlich machen. Und zwar kannst du ja, halt die Charaktere übernehmen, für diese Modifikation halt, wie das der Name schon sagt, und natürlich die Items
und Runen, Edelsteine, also sämtliches Equipment, was halt in Baldur's Gate 2 bzw. in Baldur's Gate vorkommt, kann man mit neuen Modifikationen in Diablo 2 nutzen. Aber es ist nicht das Originalspiel, so hätte ich es mir jetzt nämlich ehrlich gesagt vorgestellt, dass ich irgendwie komplett Baldur's Gate durchzocken kann. Weil das wäre, glaube ich, auch nicht so ganz legal. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie rechtlich genau, aber die Jungs haben sich dabei was gedacht. Wenn ihr da ein bisschen rumstöbert auf der Seite, dann findet ihr natürlich noch mehr Infos, was ihr mit dieser Mod bezweckt. Unter anderem halt klar, die Klassen könnt ihr ändern. Also die Amazone wird zum Ranger oder die Assassine wird zum Schattendieb. Ist ja auch ein krasser Name. Ändern sich damit dann natürlich dann auch die jeweiligen Werte. Genau, die Eigenschaften des Charakters werden damit geändert. Und natürlich die Skill-Eigenschaften, wie man das hier sehen kann. Und. Das ist eine Menge. Ihr seht, ihr könnt das euch in Ruhe durchlesen, vor allem gerade die Equipments, was denn da Neues hinzukommt. Ich denke, das wird man auch müssen. Ich habe natürlich das Ganze installiert. Und wenn ihr das alles so richtig gemacht habt, wie in dem Artikel beschrieben, dann sieht euer Diablo 2 Screen, Titelscreen folgendermaßen aus mit Expansion, wenn ihr das alles installiert habt, Lord of Destruction, Baldur's Gate. Jetzt kommt aber der Haken, wo ich euch auffordern will, natürlich das Ganze zu installieren. Ich habe das wirklich so wie in der Anleitung beschrieben installiert. Und was passiert, wenn ich zum Beispiel auf Einzelspieler gehe? Habt ihr diesen Windows-Fehler gemerkt? Da zieht sich bei mir alles zusammen. Genau, deswegen gehe ich da einfach mal raus. Wenn ich das noch schaffe. Doch, das schaffen wir. Und das hat das Ganze verabschiedet. Da kommt jedenfalls eine gravierende Fehlermeldung, die ich euch jetzt gerne gezeigt hätte. Dass da irgendwas mit weißer Geier, mit irgendwelchen DLL-Dixie-Dateien. Diese Mod ist natürlich better, aber ich würde gerne von euch wissen, wenn einer es von euch geschafft hat, diese Mod zu installieren, dann möge er das im Kommentarbereich auch noch zusätzlich schreiben. Und die Auflösung, was Heiligabend am 14.03. genauestens passiert. Bei Giga Games gibt es eine fantastische Challenge. Nein, auch bei GTC Afrika gibt es etwas Vergleichbares. Das Ganze heißt zumindest Challenge. Zwar nicht 2.0, aber dafür alleine Challenge und erinnert uns an die guten alten Zeiten, als es noch darum ging, die wirklichen Teufelskerle ausfindig zu machen im echten Zweikampf. So, jetzt geht's los. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, bei der Challenge tätig zu werden, während Hüssi mit seinem Adventskalender wackelt. Ja, das hast du geschafft, Hüseyin. Hüseyin, du bist ein urkomischer kleiner Mann. Aber jetzt geh bitte. Jetzt geht er. Sehr schön. Wir warten noch, bis er auch wirklich weg ist, weil man kennt die Helper, ja? Die kommen ja immer wieder aus irgendwelchen die Tür zu. Löchern herausgekrochen, die Benchmark-Bubis. Bei der Challenge jetzt hier bei GTC hat man verschiedene Aufgaben. Zum einen gibt es die Möglichkeit, gegeneinander zu fahren, wo man dann also ähnlich wie beim Zeitrennen im Radrennsport man parallel startet und es halt darum geht, den anderen einzuholen. Dann gibt es Bergauf-Geschichten, wo man halt möglichst schnell sein muss. Dann gibt es Bergab-Geschichten und so weiter und so weiter. Und bei eben solch einer Bergab-Geschichte sind wir jetzt und müssen halt versuchen, möglichst schnell den Berg hier runterzufahren und dabei aber die Kontrolle immer weiter über das Auto zu behalten. Wir bleiben jetzt einfach mal in der Rückenperspektive. Und ja, ihr seht schon, wie ich hier anfange. Das Problem ist ganz einfach, dass man wirklich bei den Bergabpassagen recht schnell an Geschwindigkeit zulegt. Du hast natürlich jetzt auch einen dicken Ami-Schlitten gewählt, ja, alles auf der Hinterachse hat. Ja, Carsten, hättest du mir mal bei der Wagenauswahl sofort zur Verfügung gestellt, natürlich. Ne? Umso jetzt häufiger aus. Aber da wir ja alles Powergamer sind und ich im Speziellen mit Rennspielen unglaublich gut zurechtkomme, ja, wie wir hier gerade sehen, ist das auch kein Problem. Das sieht ganz gut aus. Wenn du wenigstens auf der Strecke bleiben würdest hin und wieder, würde ich sagen, okay. Alter, ich muss nicht auf der Strecke bleiben. Manchmal nutzt man halt die natürliche Fauna und Flora, ja, um ohne Bremseinsatz Geschwindigkeit zu verlieren. Ganz so einfach. Ganz genau. Gerade du solltest das wissen. So oft wie du, Mich würde jetzt mal trotzdem interessieren, um von dieser Diskussion mal ganz kurz wegzukommen, was passiert, wenn du gegen Baum fährst oder sowas? Wie sieht so ein Schadensmodell aus? Ja, leider keins vorhanden. Das ist ja oft bei Rennspielen der Fall, dass man die Hersteller nicht bewegen kann, zu erlauben, dass man ein Schadensmodell hat. Ich meine, das beste Beispiel dafür ist einfach GT3, wo man ja auch leider kein Schadensmodell hat. Ich könnte jetzt wieder mit einem Gegenbeispiel kommen. Immer. Nachher denken die Leute, ich werde WRC geschädigt, da hast du nämlich ein Schadensmodell. Ja, du bist übrigens WRC geschädigt. Ja, bin ich auch vielleicht ein bisschen. Übrigens freut euch,
Wow. Nachdem Carsten hier gerade dieses Rallye-Spiel gesehen hat, hat er beschlossen, dass er auf jeden Fall noch ein Wochenende mit World Rally Championship verbringen will. Ja, ich glaube, ich mach das irgendwann diese Woche noch. Das schaffe ich schon. Abends, ja. Abends ein bisschen spielen. Du bist einfach zu großzügig. Ja, wenn es ums Autorennen geht, dann um schnelle Autos, dann bin ich schon mal leichter zu haben für solche Dinge. Ne? Ja, mei. Übrigens. Aber du hast doch nur einen Aufkleber, den du drauf machen musst. Wie willst du denn das alles unter einen Hut? Nein, ich schaffe es 30. Nein, komm, bitte, bitte. Nein. Hey. Nein. Soll ich das gleich mal probieren? Nein, kann nicht wahr sein. Oh, hätte ich nicht so viel gelabert mit dir, hätte ich es auf jeden Fall noch geschafft in der Zeit. Aber interessant wäre jetzt auch der Replay. Hast du das Replay schon mal gesehen? Ist es gut? Sieht es gut aus? Es gibt natürlich Besseres, unter anderem auch bei World Rally Championship Carsten. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Doch, ich glaube, genau das wolltest du aber hören. Das ist ja was anderes. Ja, nee, also geht jetzt so, ne? Man hat kein Hitzeflimmern. Man hat einen ziemlich schlechten Fahrer, der da den Berg herunterkommt. Aber das darf mich ganz übel ausgehen. Das finde ich die fiesesten Kurven, weißt du, wenn vorher noch ein Hügel ist und du dann aber schon eigentlich einlenken musst. Das ist richtig heftig. Normalerweise bremst man dann vorher ab, dass der Wagen vorne runtergeht und man dadurch die Flugphase etwas verkürzt. Und dann kann man schneller lenken. Habe ich das gut erklärt? Ja, würde ich sagen. Ich frage mich nur gerade, wie du da so Bescheid weißt. Hast du mit deinem Opel auch schon mal Flugphasen hingelegt? Ja? Ey, mit meinem Opel habe ich ganz andere Sachen schon gemacht. Nachdem ich letztens irgendwie 5 Liter Benzin auf 100 Kilometer verloren habe. Das ist ja nicht wirklich viel. Aber lass uns mal weiterfahren, oder? Weiterfahren oder weiterspielen? Nee, das ist beides. Okay, wir fahren weiter im Spiel. Genau. Sozusagen. Wir können jetzt ja die andere Challenge einfach nochmal präsentieren. Ja, genau. Ah, jetzt fängt er natürlich wieder ganz komplett im Hauptmenü an, aber ach so. Ist ja kein Problem, wir haben ja genug Zeit und deswegen kommen wir jetzt gleich nochmal auf die andere Challenge. Da geht es dann um dieses eben von mir angesprochene Zeitfahren, wo man dann also gegen einen anderen Gegner um eine halbe Runde versetzt antritt und hier das Ganze heißt mit Vollgas voran. Eigentlich müsste ich in dem Moment dir das Pad geben, weil ich glaube, das ist so dein Lebensmotto. Mit Vollgas voran, ja. Ja, das ist übrigens auch das einzige Tattoo, was der Carsten auf seinem Oberarm hat. Psst. Mit mal, Vollgas wie viel, voran. Wie viele verschiedene Fahrzeuge habe ich am Anfang zur Verfügung? Das sind je nachdem, also du hast ja auch Meisterschaftsmodi und Trainingsmodi, also im Meisterschaftsmodi ist es pro Team. Ja. Insgesamt 6 Teams hat man dann 2 Autos zur Verfügung, also von daher nicht wirklich viel. Wie viel es jetzt insgesamt werden, kann ich aber auch gar nicht ganz genau sagen. Mhm. Da verweise ich einfach auf die einschlägigen Escort, oder Thomas? Angaben. Kameramann Thomas und ich, wir sind uns einig, das ist ein Ford Escort. Wo ich mir natürlich auch wieder die Frage stelle, warum? Weil es ist ja auch schon wieder, warum? Weil es ja auch schon wieder ein älteres Modell ist. Nein, also ich frage mich auch warum, aber eher in dem Zusammenhang, warum wisst ihr sowas? Sowas weiß man halt, mein Gott. Ja. Hören wir sowieso mit dem Thomas auf, den haben wir letzte Woche als Shampoo- und Conditioner-Fetischist geoutet. Achso, deswegen also die Haare. Nein, aber ich dachte, und deswegen passt das. Der Zusammenhang mit dem Fahrzeug war jetzt einfach dieser, dass ich mich gefragt habe, welche Lizenz da vorhanden ist. Ich meine, das weiß ich ja jetzt nicht. Ich habe mich jetzt nicht so lange mit dem Spiel befasst wie du. Welche Lizenz? Also sind generell die offiziellen Lizenzen von allen Herstellern. Also das schon. Ich meine, diese GTC-Geschichte basiert jetzt in dem Sinne nicht auf einer tatsächlich existierenden Rennserie. Und die Challenge ist fehlgeschlagen. Ich würde sagen, das könnte mein Lebensmotto sein, denn ihr alle wisst, dass ich schon ewig lang nicht mehr in der Challenge war. Und naja, warum sollte ich dann jetzt hier denn in der Challenge irgendwas reißen? Auch fand ich einfach nur lustig, dass da wirklich Challenge steht. Ja, die verschiedenen Spielmodi eben ganz kurz angerissen. Also diese Challenge ist halt was eher Außergewöhnlicheres, was es jetzt nicht bei jedem Rallye-Spiel gibt. Und von daher auf jeden Fall war mal wert, demonstriert zu werden. Weitere Mankos bei dem Spiel sind neben den wirklich niedrigen Framerate halt auch andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass es halt im Verlaufe des Spiels wesentlich schwieriger wird, die Strecken zu absolvieren, dass es dann teilweise Frustpassagen gibt, wo man ähnlich wie hier an irgendwelchen Bäumen hängen bleibt und so weiter und so weiter. Was ich auch ein bisschen schade finde, was ich, ob du es schon erwähnt hast, dass du halt immer nur diese Rundkurse hast. Ne? Also du hast nicht mal irgendwie von Streckenabschnitt zu Streckenabschnitt. Doch, das hast du auch. Also das ist jetzt hier bei der Challenge ja einfach nur dieses gibt Vollgas voran, da geht es halt darum. Das habe ich ja gerade schon auch gesagt gehabt mit dem Radrennen, dass es da einfach ein Rundkurs ist, so ein Ovalkurs hier. Ja. Und dass es da eigentlich wesentlich wichtiger ist. Ich drehe mich noch um und gucke, wo unser Gegner bleibt. Ach, ja, da war er. Vorbei. Ich dachte, wir hätten ihn vielleicht noch rammen können und hätten ihn dazu gezwungen, die Challenge vielleicht doch aufzugeben, ähnlich wie wir das mit Pizzicken immer machen. Aber das müssen wir leider verschieben. Das Ganze gibt es bei uns auf der Seite. Könnt ihr euch den Artikel nochmal durchlesen. Und wie gesagt, diese Woche bestimmt nochmal World Rally Championship.
gleich wieder richtig gesprengt wird, haben wir jetzt was zu korrigieren, denn vorhin ist ja die Frage aufgetaucht, welche Granate aus Counter-Strike ist am teuersten? Wir haben uns natürlich auch eben Gedanken gemacht und haben irgendwie darüber geredet und diskutiert, dass High-Explosiv und Smoke-Grenade, ja, okay. Warte, lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Du kannst gleich warten. Kurz. Beides richtig waren und deswegen, bevor ihr euch aufregt, er hat einen Punkt dazu bekommen, unser Hannes. Drei Punkte. Etienne, du wolltest was sagen. Ne, ist schon. Okay. Du hattest recht, du hattest recht. Ich habe immer recht. Naja. Naja, das wollen wir mal lieber jetzt nicht thematisieren. Genau, deswegen habe ich ja auch 4 und du 3. Man sieht, dass du immer recht hast. Fast. Weißt du, ich lasse lieber Taten sprechen und komm, gib mir eine Frage. Genau. Weißt du, komm, dann hast du Klaus Thaler Wahl heißen, zeig ne? doch einfach mal, was du heute drauf hast. Nicht immer, aber immer öfter. Wollen wir doch mal loslegen mit der dritten Frage. 5 Punkte gibt es dafür. Kommt von Xerxes. Welches Ende ist keiner der 3 möglichen Enden von Deus Ex? Ach, so leicht. A. Denton tötet Bob Page. B. Denton arbeitet für Majestic 12 oder 12. C. Denton sprengt Area 51. Oder D. Denton vereinigt sich mit Helios. Ist natürlich jetzt fies für die Leute, die das Spiel noch nicht durch haben, ne? So eine Frage. Ich bin ja noch im Tutorial von Level 1. Da muss ich mal gerade in mich gehen und überlegen. Wie klingt... Jetzt geht was los. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Du kannst den Pepper übrigens ausrichten, dass ich ihn höre, wenn er mit dir spricht. Ach so, ja, genau, Pepper. Genau, mach mal deinen Stöpsel aus dem Ohr. Genau. Nein, geh weg. Ich nehme A, B. So, damit wir auch alle mitbekommen, ne, dass es hier auch mit richtigen Dingen zuläuft. Ja. So. Ja, dann nehme ich doch einfach, was offensichtlich ist, Antwort. Hannes, was würdest du denn sagen? Du, Hannes sagt Eva, gar nichts. Ich habe gerade die Antwort gezeigt und ich muss sagen, ich hätte sie nicht gewählt. Sie ist wieder sehr merkwürdig. Ich werde es auch gleich nochmal verifizieren, aber sie wird stimmen. Dann nehme ich D. Wie klingt D oder was? D. 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 Wie klingt? Ja, Hannes, weißt du, Etienne, bitte die Auflösung und dann sage ich, was ich eigentlich sagen wollte. Weißt du, wer hochfliegt, der fällt. Was? Ja, wie? Wer hochfliegt, der fällt? Sehr flach. Sehr flach. Mhm. Alles klar. Wir sprechen uns noch. Hannes. Ja. Tief. Ja. Nächste Frage kommt von Matty18. Wie heißt die Skumba im Monkey Island 4, nachdem sie von Otzi Mandrill übernommen wurde? A. Luaba. B. Hulaba. C. Lulaba oder D. Kaluaba. Ja, das, fantastisch. Das Simon, vielen Dank. Ich habe Monkey Island noch nie so weit gespielt, weil Simon immer noch die Version von uns hat. Monkey Island 4. Sorry. Ja, jetzt höre ich ein Sorry. Oh, danke. Ah, Monkey Island. Ich bin doch der Fan und das weiß ich nicht. Soll ich dir sagen, was Scum heißt? Das weiß ich. Scumbar. Was heißt es denn? Script Cursor Interface for Manic Mansion. Das ist so okay. Typisch, Hannes. Wenn er was nicht weiß, dann versucht er immer mit was anderem zu glänzen. Ja? Ach, bist du nicht anders, Etienne? Wie heißt die und die Bar? Das weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, wie der Flugsimulator XY heißt. Hannes, beantworte ja, die okay. Frage. Also Moment, Lula heißt sie bestimmt nicht. Da hatten wir vorhin die Lula, deswegen fällt Lula weg eigentlich. Hula klingt so nach Hula, Hula, Hula. Oder? Klingt nicht so gut. Oder? Wie klingt Hula für wie dich? Wie klingt das für dich? Stimmt, da klingt Kalua viel besser. Kalua, Kalua, Kalua. Natürlich weiß ich hier die Antwort. Und deswegen will er mich jetzt von Kalua wegdrängen. Und deswegen hat er wird ganz rot, ja? Hallo. Ja, Moment, ich sag Kalua, klingt aber auch doof. Ich nehm D. Du nimmst D. 3-4 steht es. Bitte die Auflösung. Luaba. Hättest du mal auf mich gehört. Also ein trauriger Montag. Ich helfe dir doch immer, wo ich kann, Hannes. Ja. Okay. Ja. Nächste Frage und somit auch die letzte Frage für Etienne heute. Kommt von Tidus einmal. Welche Schülernummer hat Squall in Final Fantasy 8? A. 12469. B. 12467. C. 23157 D. Also es tut mir leid, die Fragen gehen einfach 7, 2, zu 3, sehr in den Mainstream 5. in letzter Zeit. Ich kann solche Fragen nicht akzeptieren. Die sind mir zu Mainstream. Das ist mir auch irgendwie zu billig. Ja. Heißt es hier Challenge oder heißt es hier Easy Going? Also
ist ja irgendwie lächerlich. Also warum sitzt ihr hier? Es ist echt lächerlich, so einfache Fragen. Mein Gott, da fragt mich doch, weiß ich nicht, wie viele Blätter hat der Regenwald? Da könnte ich eine akkurate Zahl nennen, aber sowas. Ach ja. Was, sind wir hier im Mickey-Maus-Club oder was? Ja, da nehme ich, was offensichtlich ist, nehme ich... B. Warum? Weil die Quersumme 3 ist. Keine Ahnung, B klingt gut. Okay, B klingt gut. 1, 2, 4, 6, nein, es war 1, 2, 4, 6, 9. Weißt du, es waren zwei eigentlich identische mit 6, 9 und 6, 7 am Ende und... Ja, das war... Logisches Denken. Egal. Logisches Denken, wer kommt da? 3 Punkte macht aber nicht. Hannes, du führst jetzt trotzdem schon mit 4 Punkten. Letzte Frage. Mhm. Mal gucken, vielleicht schaffst du ja heute die 11. Komm von P hoch 3. Okay, welches nein, ich schaffe es. Welches der folgenden Barbie Games gibt es nicht? A. Das Weiße, das ist unfair. Secret Agent Barbie. B. Barbie Pet Rescue. C. Let's Go Party Barbie. Oder D. Detective Barbie. Ich muss sagen, ich habe sie alle gespielt, habe sie alle geliebt und habe sie alle aus dem Fenster geschmissen nach 2 Minuten. Ja, also Let's Go Party Barbie klingt natürlich nach Aqua, aber ich glaube, das gab's. Da gibt es übrigens ein kleines Anekdötchen. Ihr kennt doch alle die Malibu Beach Party Barbie. Ne, die sollte ja früher, eigentlich sollte sie Malibu Bitch Barbie heißen, aber... Beach. Nein, Bitch. Aber dann... ich höre gerade aus der Regie Riesengag. Das ist kein Gag. Prüft's nach. Ihr seid oh, auf wisst ihr wie Bitch Barbie? Warum werde ich eigentlich immer verarscht, wenn ich versuche, einen lustigen Spruch zu machen? Ihr könnt mich alle am Arsch stecken, ich gehe jetzt. So, dann wollen wir mal weiterraten. Bleib doch bitte hier. Barbie Pet Rescue, das klingt so ja, nach... mein armer Kerl. Notruf 911. Sitzt du jetzt schön auf dem Mikro drauf? Oh, Party Barbie, was schön. Kannst du mir mal einen Tipp geben? Hannes, du bist doch auch so eine... So eine Barbie? Wolltest nein, du so sagen? Eine Frau. Ach, so eine Frau. Ja. So eine wie Barbie? Genau. Nur, dass sie stehen kann ohne Stöckelschuhe. Barbie kann ja ohne Stöckelschuhe nicht stehen. Die kippt ja immer um, weil sie so Gummifüße hat. Ich kann dir doch nicht helfen. Außerdem, was mich immer irritiert hat bei Barbie, war, dass sie... Ich hab dir eben gerade geholfen. Du hättest auch aufpassen müssen, aber ist egal. Echt? Du hast mir gerade geholfen. Bei was? Let's Go Party? Barbie? Ja, ich glaube, das C-System. C. Fängst du wieder mit C an? Ja, C. Okay, liebe Regie, wir haben C genommen. Ui, 11 zu 3. Ich glaube, ich werde hier gleich gekillt. Etienne guckt mich schon so böse an. Jedenfalls würde ich mir doch wünschen, dass ihr morgen mal den Jörg reinwählt und den Micha oder den Simon oder unseren lieben Carsten, der wieder da ist. Schön, schön, schön. Let's go party, Barbie. Das war die Challenge. Eddie sitzt noch ein bisschen so mit süßem Schmollmund. Oh, sind wir drauf? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. wird gleich nochmal ordentlich eine Partie kriegen, eine Packung kriegen in Etherlords. Ich will noch kurz eine Frage vorlesen. Beziehungsweise ein Statement von Bassman77. Ich habe es mir heute gekauft. Cool. Sowas sehe ich immer gerne. Kunden, die ihre Meinungen äußern. Und er meint, schönes Game. Als alter Magic the Gathering-Spieler fühlt man sich zumindest bei den Kämpfen sofort heimisch. Nur, dass es erst nach mehrmaligen Patchen erst richtig läuft, ist ziemlich scheiß schade. Das stimmt. Ich hatte auch ziemlich Probleme mit meiner Nvidia-Karte, aber die Patches haben es nicht beholfen. Also hat immer noch ein paar leichte Bugs im Interface. Das ist aber nicht so schlimm. Und übrigens, wenn ihr euch gedacht habt, ich kenne mich bei dem Spiel überhaupt nicht aus, was hat der Hannes nur für eine Scheiße gelabert, was hat Eddie... Die haben alle nur Scheiße gelabert, dann ladet euch doch die Demo. Klickt einfach in den PC-Bereich. Oder fragt einfach Eva, vielleicht sagt sie es ja vor. Genau, Eva hat mir vorgesagt, die Demo befindet sich neben meinem Artikel links, hier. Wie groß ist die eigentlich? Mal kurz schauen. So.
98 MB. Naja, ist natürlich happig, aber für Magic the Gathering Fans, die sowieso permanent Geld ausgeben für kleine Pappkarten, denke ich, sind 98 MB nicht zu viel. Zieht's euch mal rein. Auch Heroes Fans sollten mal reinschauen und wir starten jetzt mal ein Multiplayer. Ja? Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob sie nicht vielleicht gar nicht vorgesagt hat. Vielleicht wusstest du es wirklich und das würde mich noch mehr erschrecken, wenn du wirklich wusstest, dass es Barbie Let's Party... Ich habe Secret Agent Barbie geliebt, habe ich vorhin schon gesagt. Und Detective Barbie war auch richtig groß, ganz und, groß. Und das Schlimme daran ist, du meinst es so. Ja. Es ist wirklich wahr. Ja, ich habe die rosanen Verpackungen noch bei mir in dem Regal stehen. So, jetzt komm mal rein, los, Multiplayer, auf. Neues Spiel. Ich mach schon mal Spiel. Erstellen. Ich meine, du hattest auch mindestens 5-mal kennen. Wie? Ich hatte mindestens 5-mal kennen, meinst du das? Naja, egal. So, LAN. So, machen wir mal 2 Runden. Dann machen wir hier mal. Anfangskarten Vitali. Jetzt ist jetzt mal bald ein Server auf oder was? Aufmachen. Ja, ist er. Wo? Ja, dann geh ich nochmal raus. Moment, dann war ich schon 1 zu weit. So, nochmal. Anverbindung. So. Hier ist gar nichts. Ach, ich gehe so, raus. Ich komm. Geht es nicht? Ist nix. Ach, Mist auch. Doch, also, yes. Muss ich? Ja, musst du. Komm jetzt rein. So, also, man kann hier den Held natürlich... oh nein, ich habe gepatcht. Jetzt steht bei mir, ihre Version von Etherlords unterscheidet sich. Tja, weil er die Nvidia-Probleme nicht hatte. Ach, dann machen wir ein normales... Komm an meinen Monitor, los. Heißt das kein Multiplayer? Nein, das heißt kein Multiplayer. Ach, so ein Pech. Jetzt habe ich mich so gefreut. Ja, bestimmt. Ne? Machen wir ein Duell einfach nochmal. So, also. Wir machen mit dem Helden... Moment, gewählte Einstellung Ratten, das ist doof. Wir machen... Klamias. Sieht cool aus. Feindlicher Held. Zufällig. Einfach mal gegen zufälligen Helden. Und Kampfarena, was willst du? 7 Eichen, rote Wüste, verlorene Stadt. Okay, er hat mir zugeschnarcht. 7 Eichen. Nee, verlorene Stadt. So. Dann können wir hier lauter schöne fette Zaubersprüche auswählen. Ach, was ich in irgendwas. So, zack. Es gibt, glaube ich, wirklich ein paar hundert oder ein paar Dutzend mit allem drum und dran. Es gibt wirklich viele, viele, viele. Das Handbuch ist nicht ohne Grund 72 Seiten lang und das nur mit einer Sprache. Ja, spring in den Pool, Baby. Oh, ein Nerd würde jetzt sagen, dass ein Pool ist. So, jetzt fange ich einfach mal an. Los, zack. Ein Nerd, aber du kommst nein, auf solche nein, Gedanken nein. Natürlich jetzt, nicht. Wieso kann ich nicht? Ja. Löschen. Jetzt, endlich. Los geht's. Jetzt habe ich alles zufällig, egal. Geht's schon los? Ja, es geht los. Bin in der verlorenen Stadt und mache mal. Der Leben. Hat eine leuchtende Schaufel als Waffe. Was ist denn das? Schade, dass ich nicht hätte. Ich finde den cool. Ist das auch wieder so eine Frau im Moment? Nee, oder? Mm. So, okay. Also, helf mir mal. Was soll ich denn machen? Wiederbeleben ist doof. Na, nimm mal die Rohrzange. Was ist die Rohrzange? Nee, die wiederbelebt einen Mech. Das ist jetzt die etwas futuristische Roboterrasse. So, soll ich noch irgendwas? Nee, ich habe nur noch einen. Da kann ich nichts machen. Runde des Gegners. Also, man sieht ab und zu so Kleinigkeiten im Interface. Man sieht, dass das nicht ganz rund läuft. Das liegt aber an dem Spiel und nicht an meinem Rechner. Ist mehr so ein Spiel für die ganze Familie. Ja, da hält man sich zu flott davor. Er freut sich an den schönen bunten Lichteffekten. Man macht Schichten. Und, ja. Damit man es nicht so lange ertragen muss. Nein! Ich weiß nicht, jetzt kriege ich wieder böse Mails von PR-Manager von Fishtank Interactive. Ich lese lieber noch mal ein paar Features vor, habe ich? Ich mach's wieder gut. Schon zu Genüge. 14 Missionen in 2 Kampagnen für jeweils 2 verbündete Rassen. Bauen Sie Fähigkeiten von 64 Helden, 4 verschiedene Rassen aus. Beiß, los, Bruder, wo beiß, ja! www.etherlords.com. Du auch nochmal. Wie gesagt, es gibt eine Demo für alle, die jetzt sich nicht anfreunden konnten mit dem Spielprinzip, bei dem, was sie gesehen haben. Bei uns war ja nicht sehr viel. Dann zieht euch die Demo. Wer ist vielleicht glücklich damit? Es ist auf jeden Fall ein Top-Titel für alle Fantasy-Rundenstrategie-Fans. Was haben die ansonsten Typen eigentlich vorher gemacht? Nival. Fraglich. Hm? Nibble? Die haben Evil Islands gemacht. Ach ja. Und Rage Stimmt. of Mages. So, machen wir noch Schwächung. Eine Kreatur. Ach, kann ich ja gar nicht. Der ist ja Hauptheld. Der ist ja keine Kreatur. Ah, sehr doof. Mein Wurm. Das ist ein bisschen geklaut, der Ork hier, ne, von Warcraft. Ach, ich weiß nicht, nur weil ein Ork grün ist, heißt das nicht, dass er nicht grün ist. Ja gut, die meisten Orks sind grün. Es gibt ja auch viele Leute, die mit den Film-Orks von Herr der Ringe nicht glücklich sind, weil die so katzenmäßig aussehen. Aber das ist nur ein Gerücht. So, also. Von dem Gerücht habe ich auch 9 zu 6. Ich muss den schaffen. Er hat noch 6, ich habe 9. Was hat er gerade gezaubert? Er hat eine Stinkratte. Naja, das geht noch. So, jetzt haben wir hier eine verdrehte Verbesserung. Kosten 2. Was macht die denn? Macht und Stärke der verzauberten Kreatur steigen um 2. Am Ende jeder Runde sinken sie permanent um 1.
Ja, das ist interessant. Ich werde es mal auf meinen Wurm anfangen. Warum nicht? Warum nicht? Jetzt hat er 3-3. Oh! Wie wär's mal mit Angriff, du Wurm? Mach ihn alle! Ja. Oh, gib ihm, ist das spannend. Jetzt hat er 1. Oh! Ich hätte zu gern mit dir Multiplayer gespielt, das holen wir noch nach. Ach. Ah! Oh! So, jetzt hab ich noch zu. Ich muss doch jetzt hier mal was machen. Das ist aber jetzt Platz spannend. Auch total doof. Hm. Da würde ich mich ja mal genau entscheiden jetzt. Kostet mich einen Schaden. Was soll ich sonst machen? Ja, soll ich was beenden? Irgendwie was anderes machen? Regie, wie lange haben wir noch? 30 Sekunden. Ja, dann zeigen wir noch ein bisschen was von unserer Seite, oder? Nein. Doch, ganz schnell. Zu Ende spielen. Nein. Der hat jetzt noch 5. Jetzt lass mich mal hier. So. Ja, okay. Noch einen Wurm herbeigezaubert. Dann mach ich einfach mal so ein bisschen mehr. Großartige Themen bei uns auf der Seite im PC-Bereich. Interessante Infos über ein neues Spiel der Bitmap Brothers, ja. Die ein Echtzeitstrategiespiel machen. Oder Infos von Rick, Nachnamen vergessen, von Ravensoft über den Multiplayer-Modus von Soldier of Fortune 2. Darüber hinaus eine neue Version von Tactical Ops 1.65, all das und noch viel mehr. So, du hast jetzt ein paar Fussel im Mund, du hast nicht fusselig geredet. Den großartigen First Look von Hannes zum Thema Etherlords findet ihr dort natürlich auch. Saugt euch die Demo, habt viel Spaß mit dem Spiel und jetzt gehen wir weiter an. Das war's, Help. Über den Erd. Wieder soweit. Wir haben von euch wieder hunderte von Flippern bekommen. Hunderte, es waren wirklich hunderte. Also ich habe sie zum Glück nicht bekommen. Danke, dass ihr meinen Aufruf richtig verstanden habt und alle an ihn geschickt habt. Trotzdem macht es mir immer wieder Spaß. Es ist auch eine Ehre, auf diese Flipper zu testen und naja, auszuerwählen, welche denn nun wirklich auf unseren Download-Server kommen, um in die Vorrunde zu sich zu verewigen. Ihr denn macht euch ja schließlich die Mühe, dann wollen wir es ja auch wenigstens einigermaßen. Nächste Woche wird ja die Top 10 endgültig verfasst und dazu natürlich noch kräftig weiter kreieren, solche Flipper. Und wir haben ja heute die nächsten 5 in der engeren Auswahl da ja für euch zur Verfügung gestellt. Und das untere, dieses Hard Rocker Script, ist kein Flipper, sondern ein Script speziell für diesen Editor, damit ihr keine Probleme mehr haben solltet bei den Zahlen, also dass das Ding auch wirklich richtig zählt. Hat uns natürlich die Punkte der Giga-Fan so und so geschickt. Die Punkte natürlich, weil viele so Probleme hatten, wie man denn genau dieses Skript selber schreibt. Und da war natürlich jemand so frei und hat sich da zur Verfügung gestellt. Netter Kerl, um der sowas Hardrocker zu kreieren, ne? So, wir haben uns natürlich das Ganze auch installiert und die letzten da übrig gelassen. Die letzten 5, die wir da auch haben. Das ist unter anderem vom DJ Airex, Futurama von Sniper, Viper Style und. Und wenn wir da mal nach der Reihenfolge reingehen, zum Beispiel, wir gehen mir einfach mal Futurama, weil du ja so gejammert hast. Ich hatte ja gebeten, da danke ich auch ganz vielen Leuten. Ihr habt 10 oder so, glaube ich, gab es insgesamt. Das waren 30 von den Futurama-Dingern. 30? Da danke ich doch sehr. Fand ich ganz toll, habe mich sehr drüber gefreut. Und der ein oder andere ziert demnächst auch meinen Desktop. Ja, und dieser ist deswegen mit in diese Vorrunde. Ich raten, weil Lila nackt ist? Gekommen. Nein, natürlich nicht. Weil er am, naja, finde ich schon sehr, mein Kriterium gewesen, detailliert ist. Du weißt, ich bin da ja relativ billig bei meinen Auswahlen. Er sollte trotzdem noch schön aussehen. Nur ein Bild da reinklatschen ist dann zu einfach, weil das kann jeder. Und ein bisschen kreativ aber sein. Aber die Bumper sind schon ganz okay. Ja. Die Bumper mit jeweils Bumper-Charakteren sind schon ganz nett. Guten Tag, Sir. Ich hasse mein Leben. Nicht schlecht. So. Dann gucken wir uns den nächsten an. Da ist unter anderem von Omisterios oder so ähnlich heißt der. Muss ich jetzt mal passen. Die laden natürlich etwas länger, weil je aufwendiger sie sind, desto schöner werden sie. Real hot. Auch dieses unser Bild Jörg kann man ja ignorieren, aber er hat diesen Flipper selbst sehr schön gestaltet, wirklich wohl überlegt, wo er denn was hinplatziert. Ja, das stimmt, vom Design her. Ne? Ist auf jeden Fall, da passiert wenigstens was. So, haben wir noch schnell einen zu zeigen? Genau, den New 1. Den schaffen wir. Schnell rennen, ganz schnell rennen. Genau. Oh. Auch sehr, sehr schön gemacht. Und ihr natürlich könnt zu Hause diese euch herunterladen, mit der Aufforderung, bis nächste Woche weiter zu kreieren. Thank you.
Morgen. Tag. Morgen bei Giga Games großartige Themen, und zwar im PC-Bereich Harry Potter, der Potter-Harry auf dem PC. Im Konsolenbereich haben wir einen Gast, und zwar den Stefan Detmering von Sony, und der bringt einen Gast mit, und zwar einen Entwickler von Jack und Dexter. Und im Help-Bereich haben wir alles zum Thema Ultima 7 unter Windows. Ein echter Klassiker, das zeigt euch der Simon, wie das funktioniert, und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Morgen großartige Themen bei Giga Games. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, und deshalb hat sich ja Pepper gerade berechnet. Ich habe doch noch 10 Sekunden, bleib ich einfach hier sitzen. Und du Arsch, Pepper. 4, 3, 2, 1, jetzt kommt Musik. Intelligence.